So, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Teilnehmer des heutigen JFD Live Events mit unserer ATT-Crew. Kurze Frage wie immer zu Beginn: Könnt ihr meinen Bildschirm sehen und vor allen Dingen mich hören? Rolf sagt schon mal einen guten Morgen, das ist wunderbar. Jawohl, guten Morgen, alles gut, das freut uns an dieser Stelle. Dann wollen wir doch mal sehen, wie wir den heutigen Tag abfahren können. Feedback passt, jawohl, René, Hannes, Wolfgang, wunderbar. Feedback im Übrigen natürlich wie immer bei unseren JFD Live Events gewünscht. Das heißt, jeder, der Fragen hat, gerade eben dessen, dass wir hier so eine Art Traders Talk auch machen und uns sozusagen gemeinsam in einem Team mit Tradern und Anlegern und eben auch Investoren, Schrägstrich eben auch Ausbildern und eben vielen, die da in der Marktmaterie aktiv sind, zusammensitzen, sollte man natürlich auch hier die Konversation pflegen. Und damit es nicht immer ein Monolog wird, da auch an alle Teilnehmer der Aufruf, ruhig mal aktiv Fragen zu stellen, wo euch der Schuh drückt, wo vielleicht auch hier ein interessantes Setup am Markt zu sehen ist, was ihr gern von der anderen Seite nochmal beleuchtet haben wollt, sprich von der Vorgehensweise des oder der Trader, die eben hier zu Gast sind. Und da freue ich mich heute auf jeden Fall eben mit ATT, einen ja, langfristigen Partner schon an unserer Seite zu wissen, der hier heute wieder mit einem ganzen Pulk an Leuten am Start ist. Und da freue ich mich auf jeden Fall, dass wir heute, wie gesagt, die Morgensession gemeinsam zelebrieren werden. Und darüber hinaus haben wir auch noch Markus Klebe wieder zu Gast. Der eine oder andere wird ihn auch kennen aus unserem JFD Research Part. Und darum soll es eben heute gehen, dass wir wirklich eine große Gruppe sind und da viel, sage ich mal, Wissen auch angesammelt haben, was wir mit euch gern teilen wollen. Und ja, wenn ihr Wünsche habt, Märkte, die ihr gern gecovert haben wollt, dann gebt es ruhig Bescheid und sagt uns doch mal, wo ihr da vielleicht auch aus eurer Sicht ein interessantes Setup seht und dann können wir da in diese Richtung gehen. Ne? Ganz klar, kurzes Feedback mal oder ein Aufruf, Stefan, Ali, Jawohl. jawohl. Guten Morgen. Sehr gut, sehr gut. Haben wir eigentlich auch im Sinne des heutigen Tags, ich schieb's mal kurz rüber, look at this. Wir haben heute Frauentag, meine lieben Herren. Ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. An dieser Stelle auch den weiblichen Damen. Ich sehe hier, die Heidi ist zugegen. Katrin, wen haben wir denn noch? Brigitta, wunderbar. Es sind also auch weibliche Damen am Start und insofern hier heute einen herrlichen und glücklichen Frauentag an der Stelle. Das darf man nicht vergessen. Und schön auch, dass der weibliche Part auch hier zugegen ist und sich dafür interessiert. Ja, worum soll es gehen? Ihr wisst das, unsere Live-Trading-Events dienen auch dem Zweck, natürlich hier euch Einblicke zu geben, wie andere Marktteilnehmer vorgehen. ATT-Crew hat ja auch einen Ausbildungs-Case und auch einen Betreuungs-Case, was natürlich hier auch eingestreut auch ein Stück weit erklärt werden kann. Das heißt, hier gibt es in der Woche immer wieder Sets von den Herren. Ich glaube, ihr seid überwiegend Herren oder habt ihr auch Damen bei euch im Team, muss ich jetzt mal fragen. Ich bin da gar nicht informiert. Stefan? Im Team nicht, aber wir haben natürlich auch einige weibliche Schülerinnen. Ah, interessant. Wie gesagt, aber es ist auch wie in dem heutigen Webinar die größere Minderheit sozusagen. Also das bleibt definitiv festzustellen. Das soll uns ja jetzt heute auch gar nicht davon ablenken. Insofern alle Damen, die da sind, herzlich willkommen auch. Und die ersten Wünsche kommen schon rein. Und in 10 Minuten eröffnet ja auch der DAX. Und wie gesagt, wenn ihr Wünsche, Anregungen habt, gebt es Bescheid. Wir heute bei JFD sind eben hier auch, um die Schnittstelle zum Markt euch zu zeigen und haben darüber hinaus ja auch noch viele, viele weitere Events im Laufe des Monats. Schaut es da immer gern bei uns auf der Eventseite rein. Relativ simpel, Research, Events und da findet ihr eben auch den heutigen Live-Event. Kurz dazu, mit demselben Link, mit dem ihr heute Morgen reingekommen seid, mit diesem Link werdet ihr auch heute Nachmittag reinkommen. Das heißt, wir haben ja wieder zwei Sessions, eine Morning-Session, die eben jetzt läuft und dann eben geht es 14:15 weiter, 14:15 Nachmittagssession, damit wir den US-Handel ein Stück weit einfangen und mal schauen, was da noch so abgeht. Ansonsten gehen wir noch mal kurz auf die News und dann schauen wir gleich mal auf den Desktop vom Stefan, was er denn so vorhat und auch Ali natürlich insbesondere. Ihr seht das heute Zinsday. Das heißt, die Frage ist, ob die Märkte im Vorfeld der EZB hier überhaupt ja, gewisse Aktivitäten zeigen. Wir sind aktuell sehr rangig unterwegs, um nicht zu sagen mit lächerlichen Spannen. Ich ziehe mal kurz meinen MetaTrader Desk hier rein. Ihr seht rechts den Euro-Dollar und links den DAX. Ja, was haben wir hier gerade laufen? Da sind 50 Punkte beim DAX aktuelle Range. Das ist sehr, sehr übersichtlich und beim Euro-Dollar gerade mal 22 Pips. Das ist mehr als überschaubar. Insofern muss man sehen und abwarten, ob heute hier dann noch Bewegung aufkommt am Vormittag. Wenn nicht, haben wir auf jeden Fall am Nachmittag genug und das ist auch das Spannende ab 14:30 Uhr.
Wenn dann die Pressekonferenz der EZB startet, sind wir live dabei. Ja, also das wird sicherlich sehr, sehr spannend sein. Da haben wir es. Ihr seht es nochmal an dem Newskalender hier, EZB-Pressekonferenz. Wenn Draghi dann ans Mikrofon tritt, dann gibt es ja in der Regel auch Volatilität. Und da müssen wir mal sehen, wie auch die Jungs von ATT mit sowas umgehen, ob sie sich im Vorfeld positionieren oder eben erstmal abwarten, bis sich der hektische Marktstaub gelegt hat. Das werden wir uns, wie gesagt, dann alles mal sukzessive anschauen. Okay, dann will ich das im Rahmen der Vorrede auch schon dabei bewenden lassen. Ich hoffe, ihr alle habt schon das ein oder andere Live-Event mit uns genossen. Und insofern, Stefan, Ali, wer von euch mag denn als erstes den Bildschirm haben? Oder vielleicht auch einer von euren Crewmitgliedern, weil ich sehe auch, wie gesagt, sind schon wieder Du ein paar am kannst Start. gerne erstmal zu mir schalten, weil dann Sehr kann gerne. man auch zur Markteröffnung mal den DAX und den Euro-Stoxx anschauen und den Euro-US-Dollar. Du hast ja schon gesagt, heute ist die EZB im Moment, nee, nicht den Bildschirm. Ich schalte einfach mal selbst zu dem anderen. Ich Das ist nicht den. so einfach, wenn du mit doppelten Namen aktiv bist. Aber wunderbar, ich glaube, jetzt müsste es funktionieren. So, Moment. Jetzt sollte Wunderbar. man mit dem Bildschirm sehen. Exakt. Gut, das ist der Passt. DAX. Ja, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal vorstellen bei Ihnen. Mein Name ist Stefan Koblitz von ATT Trading. Ich bin da Head of Trading und habe vor ungefähr 4 Jahren selbst meine Ausbildung dort gemacht. Und ja, bin mittlerweile professioneller Händler in unserer hauseigenen Vermögensverwaltung, wo wir Kunden ab 100.000 Euro betreuen, hauptsächlich im Aktienbereich. Und ja, und natürlich handeln wir auch nebenbei Währungen und Indizes, vor allem auch mit und für unsere Schüler zusammen und haben hier einen sehr starken Partner in dem Segment an der Hand, nämlich JFT Brokers. Und heute wollen wir mal ein bisschen genau auf diese Märkte eingehen. Das wäre es ganz kurz zu meiner Vorstellung. Ali kann sich vielleicht auch noch ganz kurz am Anfang jetzt vorstellen. Er ist ja der CEO von ATT, hat sowohl mich ausgebildet als auch ja, alle anderen Schüler, die jetzt noch dabei sind. Vielleicht noch ganz kurz zur Info. Wir bieten eine sehr umfangreiche Ausbildung in dem Bereich an, wo Trading-Talente auch mittelfristig, das heißt über einen etwas längeren Zeitraum von mindestens 2 Jahren, auch die Möglichkeit haben, Fuß zu fassen in der Vermögensverwaltung. Genau, Ali. Ja, morgen von meiner Seite. Ich habe ja ATT gegründet. Ich komme ja eigentlich, Jura und Wirtschaft studiert, hatte einen anständigen Job, bevor ich zum Training gekommen bin. Habe vorher in verschiedenen Unternehmen gearbeitet, auch als Geschäftsführer in einem internationalen Energieunternehmen. Bin dann zum Training gekommen, habe da dort schon angefangen, auf fundamentaler Basis Anlagen für uns zu kaufen, also zu investieren, nicht das Traden selbst, sondern mehr aufgrund der Daten der Unternehmen, vor allem spezialisiert auf Banken. Das ist schon sehr lange her. Mittlerweile mache ich das schon seit 13 Jahren. Bin dann irgendwann durch Zufall eigentlich ins Traden reingekommen, habe dann in einer Bank und dann in einem Fonds gearbeitet, habe dort auch mitunterrichtet und ausgebildet die Leute. So bin ich auch an Stefan und so geraten. Habe dann irgendwann beschlossen, das passt mir so nicht, wie die das dort machen und habe ATT gegründet. Sinn von uns ist nicht, eine Ausbildungsschule zu haben. Das Machen ist nicht unser Hauptzweck, sondern deswegen bieten wir auch nicht so viele Schulungen an und nehmen auch nicht so viele auf, sondern Talente zu finden, die zu fördern und eben dann als Vermögensverwalter arbeiten zu lassen. Das ist, weil ich faul bin, ich will andere traden lassen und selber nichts mehr machen. Das ist der Sinn. Egal, was man macht, wo man es macht, es geht nicht von heute auf morgen. Es braucht viel Zeit. Deswegen ist er bei uns schon mindestens 3 Monate mal Betreuungszeit. Und 90% der Schüler bleiben auch darüber hinaus bei uns. Dazu würde ich erst später können wir gerne darauf eingehen. Ich rechne damit, dass normalerweise vormittags nicht viel passieren wird, bis Trage kommt. Das heißt, am Nachmittag würde ich dann, während ihr ein bisschen so screent, mit einem Ohr Trage zuhören, euch Infos zukommen lassen, was kommt. Das besprechen wir dann auch gleich, nachdem Stefan kurz mit euch die Märkte gescreent hat, was erwartet wird, was los ist derzeit. Normalerweise würden wir an so einem Tag, also ich würde noch irgendwo auf der Couch liegen und fernsehen oder schlafen, wenn nicht viel gehandelt wird vor,
Das sagen wir auch immer, vor großen News raushalten. Das ist natürlich heute sehr wichtig, was passieren könnte. Im Sinne von, es wird keine neue Entscheidung heute treffen. Der Zins wird sich nicht verändern, aber es könnten viele Sachen kommen. Deswegen können wir die Chance auch heute eventuell nutzen, dass ihr eure Fragen stellt. Wir gehen darauf ein, sei es fundamental, sei es irgendwelche Aktien oder Forex-Paare, die ihr gerne mal besprechen wollt, können wir gerne darauf eingehen. Wir werden vor allem dann auch ein bisschen heute Vormittag, aber vor allem Nachmittag auf, ich will nicht sagen Projekt, sondern wir schauen mal, was ich hier gerade anstelle mit diesem Konto, was ich jetzt seit Anfang des Jahres mit meinen Schülern gemeinsam teilweise auch führe. Und zwar auf der Tatsache, dass wir zeigen, es geht hier nicht darum, dass ich den ganzen Tag ein Konto verwalte und handle und das einfach nur prozentuell nach oben handle. Das habe ich, glaube ich, schon mehrmals in Videos gezeigt, wie einfach das ist für einen professionellen Händler, sondern mit geringerem Zeitaufwand wie ein Berufstätiger ein Konto zu verwalten und trotzdem damit ein Nebeneinkommen zu generieren. Darauf gehen wir auch ein. Einige haben es ja schon mitgekriegt, einige kennen das Projekt noch gar nicht. Schauen wir uns dann auch noch im Laufe des Tages gemeinsam an. So, Stefan. Moment, kann ich noch einstreuen? Das ist danke erstmal der Vorrede an dieser Stelle, Ali. Definitiv interessant. Und ja, gerade wenn jetzt nicht viel passiert an den Märkten im Sinne der EZB Vorsession sozusagen, ja, da ist es natürlich auch sicherlich interessant, wie man gerade im Nebenberuf eben Aktien covert. Ihr habt ja auch den Fokus auf Aktien. Wir bei JFD haben ja auch den Aktienlaunch in der Pipeline. Das heißt, liebe Leute, ihr könnt bei uns dann auch echte Aktien, echte Assets handeln, Dividendentitel als solches und diese, und das ist ganz interessant, aus einem Konto heraus, ja, auch mit Aktien-CFDs beispielsweise abhedgen. Also das heißt, da gibt es viele Möglichkeiten, die wir aus einer Plattform heraus anbieten. Das will ich nochmal an der Stelle nachschießen. Und auch für JFD-Kunden hier das Gimmick, dass man eure Ausbildung bei ATT auch ein Stück weit vergünstigt bekommt. Ich denke, da starten wir dieses Jahr nochmal eine Aktion, oder, Ali? Ja, wir haben ja, ist jetzt ja unser Hauptpartner im Sinne von, weil wirklich hier die Kurse passen, wir haben ja lange den Broker auch getestet. Wir empfehlen unsere Schüler, bin die Einzigen, die es auch dazu sagen, nur Broker, die wir selber benutzen und handeln. Unterschiedliche Broker haben wir, aber zum Beispiel ich handle, vor allem weil ich Futures handle, was anderes. Viele von uns handeln JFD, wir kontrollieren das auch vorher, wir handeln nicht andere Broker. Wir empfehlen euch nichts, was nicht selber getestet und gehandelt worden ist. Es wird auch was sehr Lustiges, also sehr Gutes mit JFD kommen, was unseren Signaldienst und Kunden von JFD betrifft, sobald wir Aktien starten. Da Absolut. wird euch Christian dann noch eine Überraschung zuschicken lassen. Richtig. Und für Kunden jetzt, wir haben ja jetzt im März noch die Ausbildung, da haben wir immer das, dass JFD bereit ist, 10% der Kosten seiner Kunden zu übernehmen. Das heißt, ihr meldet euch ganz einfach an und kriegt es dann einen Code von JFD zugeschickt, beziehungsweise sagt es uns, ihr seid von JFD und gibt die Kundennummer durch, wir kontrollieren das und JFD nimmt 10% der Kosten von uns, von euch, von der Ausbildung. So ist es. Also wunderbar. Wie gesagt, ihr seht, also was unser Credo ist, wir haben ja Interesse an eurem Erfolg und da wollen wir dann auch gleich auf die Märkte schauen. Jetzt sind wir eine Viertelstunde in der Vorrede. Also wie gesagt, das ist ja keine, wie soll man es darstellen, kein Kaffeeründchen. Wir wollen natürlich sehen, was an den Märkten abgeht. Aber die Informationen sind ja wichtig. Ja? Also wir haben Interesse, dass ihr erfolgreich seid und wenn wir Partner haben, die eben sowas nicht an einem Wochenendseminar reinkleben, sondern eben hier eine Betreuung an den Start bringen, dann ist das wichtig. Ja, jeder muss sich aber hier am Ende des Tages sein Set abbilden und aber auch ausbilden lassen. Aber wenn man einen Coach, wenn man eine Crew hat, ATT macht auch wöchentliche Webinare, ja, immer wieder Abendsessions, jede Woche immer wieder. Das heißt, man hat hier eine enge Verbindung auch zum Ali, zum Head Coach, zum Head Trader. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, wenn wir da ein gewisses Sponsoring für euch an den Tag legen, ihr müsst einfach nur als JFD-Kunde die Kontonummer, eure Accountnummer angeben und dann gibt es, wie gesagt, da von unserer Seite auch den Vorteil, damit ihr eben auch am Leben bleibt. Ja, wichtig. Und deswegen wollen wir eben auch neben dem kurzfristigen Trading heute auch insbesondere mal beleuchten, gerade unter Aktiengesichtspunkten, wie ihr die Auswahl macht. Ich weiß, ATT ist hier markttechnik oder markttechnisch sehr affin. Und insofern würde ich jetzt auch mich ein Stück weit zurückziehen. Und ihr seht ja den Desktop schon, unseren JFD Live Account oder den Account vielmehr von Stefan beziehungsweise ATT. Und da sehen wir gerade den Eurostoxx, der sich da so ein bisschen umherhangelt. Und vielleicht direkt mal eine Live-Analyse. Wohin könnte die Reise gehen oder was ist die aktuelle Einschätzung? Genau. Ja, also erstmal vielleicht vom Anfang beginnend sieht man ja schon bei mir im Chart ist einfach, also das ist der reine Kerzenchart mit grünen und roten
Kerzen, da ist nichts eingezeichnet. So handeln eigentlich alle unsere Händler. Wir benutzen keine technischen Hilfsmittel, wir nutzen auch keine, also wir zeichnen nichts in den Chart ein aus der technischen Analyse, sondern wir handeln Trends und Trendgrößen. Die technische Analyse hat natürlich irgendwo auch eine Relevanz auf Tagesbasis, zum Beispiel, um hier Schlüsse zu ziehen, wo sich der Markt hin entwickeln kann. Aber für uns Händler sind eigentlich die Trendgrößen und die Signale, die sich da bilden, wichtiger. Und deshalb ist ja auch nicht zu sehen. Ja, Live-Analyse jetzt am Eurostoxx. Wir sind jetzt gerade auf Stundenbasis. Wir sehen hier diese Abwärtsbewegungen. Die mittelfristigen Aufwärtstrends wurden hier mal gebrochen. Das ging hier mit Druck nach unten und das Ganze korrigiert jetzt hier. Ja, wir hatten ja gestern den Zwischenfall in Amerika, wo dann die Märkte mit Downgap eröffnet haben. Das Ganze wurde dann jetzt hier wieder hochgekauft. Wir hängen jetzt hier an dem Hoch. Normalerweise, wenn das Volumen etwas höher wäre, würde ich jetzt hier an der Stelle sogar einen Short probieren, ja, weil wir jetzt hier an diesem etwas markanteren Hoch auf Stundenbasis angelangt sind. Das Ganze kann jetzt hier drehen, aber heute ist ja kein ganz normaler Tag. Das heißt, wir haben heute EZB, wir haben ein sehr niedriges Volumen und dieses niedrige Volumen, also ich gehe davon aus, dass das Ganze entweder ja, hier an der Stelle jetzt erstmal bleibt oder sich weiter nach oben bewegt, latent. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sich heute bis zur EZB hier besonderer Druck nach unten aufbauen würde. Deswegen lasse ich das auch. Aber normalerweise wäre das hier eine sehr schöne Stelle, wo man mal einen Short-Einstieg probieren könnte. Oder man wartet halt auf ein Abwärtssignal. Aber letztlich sind wir hier eigentlich auch noch short. Das ist irgendwie alles korrektives Verhalten im Moment. Und Stefan, auch wenn du jetzt nicht unbedingt live abfeuerst, der Stopp wäre dann über dem Hoch der Stundenkerze, über dem Candle, der da links, also wäre der direkt jetzt neben den letzten 2, 3 Stunden oder da am Vortag? Wo würdest du da einen Stopp Nee, ich setzen, wenn würde das mit ihn hier formuliert? über das hochlegen, weil Aha. das wäre jetzt die Idee, weil wenn es hier drüber geht, deutlich, dann haben wir ein deutliches Gegensignal, einen deutlichen Aufwärtstrend dementsprechend. Das heißt, das wäre jetzt hier die letzte Chance, wo wir sagen können, okay, wenn es jetzt hier drüber geht, ist es eigentlich nicht mehr richtig short. Würdest du die Position dann drehen, das heißt aus dem Short rausgehen und in Long switchen, relativ aggressiv, oder würdest du einfach sagen, okay, jetzt schauen wir mal, ob sich das Long Setup wirklich entwickelt? Nein, also da müsste man dann wirklich, also es kann ja drüber gehen, was es ja ganz häufig macht in den Indizes und dreht dann wieder. Das heißt, das müsste man beobachten, ob es dann auch wirklich deutlich drüber geht. Wäre das der Fall, hätten wir auch einen deutlichen Aufwärtstrend und dann würde ich natürlich wieder auf die Korrektur warten und mir dann einen Einstieg suchen. Also würde jetzt hier nicht pauschal reingehen. Der Stop müsste ja dann theoretisch hier unten hin, weil da wäre der Trend gebrochen und das ist nicht Sinn der Sache. Wir versuchen solche Trends aus der Korrektur zu handeln oder dann halt hier ganz eng an solchen markanten Punkten. Der Stop wäre ungefähr hier. Wir haben ja im Eurostoxx ein bisschen erhöhteren Spread. Deswegen müssen wir hier ein bisschen Luft lassen. Und ja, das wäre die Idee. Wie gesagt, ich setze den jetzt nicht um, weil ich nicht davon ausgehe, dass hier überhaupt jetzt am Morgen irgendwie Bewegung entsteht. Kann natürlich trotzdem kommen, aber ich gehe nicht davon aus. Ja, das zum Eurostoxx. Wir können uns den gerne auch nochmal auf Tagesbasis angucken. Man sieht ja hier der Abverkauf, das heißt, das war ja die letzte etwas größere Korrektur, Der hat aber schön beziehungsweise. getoppt hier, ne? Man muss ja sagen, wenn man das so sieht, oben hier bei 3.700, also das ist ja mal eine schöne Top-Bildung da, Wahnsinn. Genau, also das Allzeithoch liegt im Eurostoxx, wurde hier nicht geknackt, ja. Das heißt, es hat hier oben immer wieder gedreht und wurde dann richtig mit Druck abverkauft. Dann haben wir uns hier unten in dem Bereich gefangen. Jetzt die Korrektur, die nächste Bewegung ist klar, wurde hier unten jetzt gerade erstmal wieder abgefangen. Ja, da kam wieder Druck von unten. Und ja, jetzt möchte ich gar keine große Prognose anstellen, wie es weitergeht, weil das ist alles nicht so ganz einfach. Es ist relativ seitwärts. Hier unten diese Tiefs wirklich dann zu knacken, sehe ich als nicht ganz so einfach an. Das heißt, hier im Moment relativ neutrale Geschichte. Ich würde jetzt ja sagen, hier oben wäre es dann mittelfristig wieder sehr interessant, über Shorts nachzudenken. Und ja, das zum Eurostoxx. Theoretisch haben wir hier einen etwas größeren Abwärtstrend. Das heißt, wir haben hier ungefähr so die Bewegung, die Korrektur und dann die nächste Bewegung, die etwas stärker war. Dann haben wir hier die Korrektur.
Und ja, jetzt bleibt mal abzuwarten, was passiert. Je nachdem, was Draghi heute sagt, könnte dann eventuell auch noch mal ein bisschen Bewegung nach unten entstehen. Aber für mich wäre es eigentlich gar nicht so uninteressant, wenn das hier oben noch mal an das Hoch drangehen würde. Erklärt vielleicht auch die Frage vom Thorsten, warum dort Short? Das heißt, du würdest jetzt eigentlich im Stundenbereich schon früher auf so eine Abwärtswelle theoretisch setzen, auf aktuellem Level, hier, da, genau. Aber generell wäre es dir lieber, wenn er noch ein Stück weit höher käme, um dann sozusagen auch auf Tagesbasis ein schönes Signal zu generieren. Da ist es so, wir befinden uns ja auf Tagesbasis theoretisch schon wieder in der nächsten Bewegung. Ja, die hat jetzt Eben. hier auf der kleineren Trendgröße mal korrigiert. Wenn ich das jetzt hier handeln würde, dann wäre mein Trading-Horizont, das heißt, wo ich jetzt mal die nächste Bewegung mindestens erwarten würde, hier das Tief oder das Tief, damit müsste ich zufrieden sein. Ja. Wenn wir uns das auf Tagesbasis anschauen, damit es dann wirklich mal hier unten die Tiefs nimmt und wir daraus einen mittelfristigen Trade machen würden, da könnte man natürlich hier ansetzen, aber das ist relativ gefährlich, weil wir, ja, deswegen würde ich sagen, von hier oben ist einfach mehr Potenzial, um zu shorten und ja, ich gehe davon aus, dass es jetzt nicht unbedingt mit Schmackes die Tiefs nimmt, ja. Also da bist du auch ganz tiefenentspannt. Das ist auch so ein bisschen Credo eurer Crew an der Stelle. Also jetzt hier nicht aggressiv rein in den Markt, sondern ihr habt da die Ruhe weg in Anführungszeichen. Und wie du schon sagst, dir wäre das Level da bei 3.470, 80 Punkten wäre dir auf jeden Fall lieber für einen Entry. Und wenn er da hinläuft, alles fein. Wenn nicht, dann wartest du eben einfach ab, bis die nächste Bewegung oder Korrektur sich ausbildet, um da rein zu huschen. Also Breakouts macht ihr gar nicht. Naja, Breakouts hier an der Stelle wäre, glaube ich, fast Selbstmord. Also ich denke, das wird in den wenigsten Fällen würde das hier an der Stelle aufgehen, weil das einfach hier so ein krasser Unterstützungsbereich geworden ist jetzt. Also wir versuchen mal mit Potenzial reinzugehen, wo dann die nächste Bewegung beginnt, nicht wo sie eventuell aufhört. Darum geht's. Okay, ist ganz Und gut. tief entspannt, dazu vielleicht auch noch was. Wir versuchen trotzdem fast immer im Markt drin zu sein. Wenn es jetzt hier nicht mehr ganz so viel Potenzial ist, dann versuchen wir klein reinzugehen, ja, um im schlechtesten Fall beziehungsweise im besten Fall trotzdem dabei zu sein. Und solche Positionen kann man dann auch ganz gut aufbauen. Ja, also umso größer das Potenzial, umso normaler werden dann auch die Positionsgrößen. Hier an der Stelle würde ich halt wirklich nur sehr klein versuchen reinzugehen. Fibonacci, die Frage ist vielleicht ganz interessant hier vom Werner, um eben die Tiefe im Sinne der Harmonie und der proportionalen Verhältnisse irgendwie auszulosen, nutzt ihr auch gar nicht. Das ist jetzt nicht so ein Tool, wo ihr schaut, hier 61,8er Rückgang oder was. Da, weil du sagst, ihr zeichnet ja grundsätzlich da wenig ein, beziehungsweise lasst die Charts relativ blank. Das heißt, mit Fibonacci geht es ja auch gar nicht vor, oder? Also von eurer Systematik. Naja, Fibonacci ist ja ein Tool aus der technischen Analyse, was erstmal nur sagt, okay, jetzt an der Stelle, wenn der Markt da dreht, könnte die nächste Bewegung in die andere Richtung wieder beginnen. Aber ja, das passt mal und mal passt es nicht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass dass das so exakt ist. Wie gesagt, man kann sich das theoretisch einzeichnen, um dann zu sehen, okay, der Markt könnte jetzt dort wieder beginnen, die Bewegung aufzunehmen, aber das ist noch lange kein Grund, da jetzt in den Markt reinzugehen, weil das gehört alles zum übergeordneten Bild, zur Prognose, wo kann sich der Markt hinentwickeln. Und das ist ja die eine Hälfte, die andere Hälfte ist aber der Handel. Dafür brauchen wir Einstiege, Setups und natürlich Risiko- und Money-Management, Trade-Verwaltung und so weiter. Dementsprechend, ja, kann man weglassen als Analyst, wenn man in irgendeiner Bank arbeitet und für irgendwen eine Analyse erstellt, könnte das ganz interessant sein, aber für uns Händler ist das eigentlich total irrelevant, muss man ganz ehrlich sagen. Na, das ist immer wieder, es gibt ja, wie gesagt, unglaublich viele, die drauf schwören. Ich meine, was interessant ist, man kann es auch, es gibt da tatsächlich auch, sagen wir mal, statistische Nachforschungen, ob das nun eine Relevanz hat oder nicht. Und in der Tat, das Level wird genauso oft getroffen, das 61,8er wie das 50er zum Beispiel. Aber man kann natürlich eine Tiefe in der Korrektur abstimmen. Also wenn es nach einer Korrektur 38% nur zurückgeht, dann hat die Bewegung danach wahrscheinlich eine höhere Aussicht auf ein neues Hoch als zum Beispiel eine Bewegung, die bis 61,8 zurückgeht. Die
die braucht zumindest auch länger allein von der Wegstrecke, um das Ziel zum letzten Hoch oder zum Tief, je nach Bewegung, eben zu erreichen. Aber da gibt es eben auch ganz, ganz viele Ansätze und das ist natürlich auch die Faszination der Analysearten, sage ich mal, ja, ob es jetzt Point and Figure ist, ja, oder Candlesticks oder eben der ein oder andere macht hier rein mit Markttechnik ohne Firlefanz oder der Rainbow Trading Ansatz, ja, das sind ja hunderte Möglichkeiten. Und da geht es auch immer bei euch auch darum, liebe Teilnehmer, dass ihr euch natürlich etwas aussucht, was, sage ich mal, konfirm mit euch geht. Ja, neben dem Trading-Setup natürlich auch eine Vorstellung darüber, wie man was handelt. Der eine mag den Chart, ich will nicht sagen überladen, aber doch schon mit einer Fülle an Tools, ob die jetzt zweckhaft sind oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, weil ich bin auch der Meinung, weniger ist häufig mehr. Und wenn man sich auf simple zusammenfasst, wie Markttechnik hier von Michael Vogt oder ich sag mal, die Dow-How-Theorie oder sagen wir Dow Jones, Dow-Theorie, schon über 100 Jahre alt. Das sind natürlich, sage ich mal, elementare Vorgehensweisen, die man nutzen kann. Und ich sehe gerade, du hast ja schon was angepinselt in der Richtung, oder? In Sachen Korrektur. Ja, also ich meine, das ist ja, Fibonaccis werden ja vor allem auch bei Trends herangezogen und natürlich bei jeder anderen Bewegung. Schauen wir uns das einfach mal an. Das ist ein Trend. Es ist klar, wenn der jetzt hier korrigiert in den 50%-Bereich, dass dann irgendwann mal wieder der Druck von unten kommt, weil der Markt einfach wieder interessanter ist für alle, die hier einen Long-Einstieg suchen und dass das dann teilweise an diesen Stellen exakt dreht. Ja, das kann, also das ist meiner Meinung nach eher zufällig. Ja, wir suchen eigentlich eher noch viel tiefere Korrekturen, weil die einfach noch mehr Potenzial haben, wenn sich der Trend fortsetzt bis hier oben zum ersten Ziel. Aber ich sage dir auch, warum das eigentlich für uns komplett irrelevant ist, weil selbst wenn der Markt hier dreht oder hier dreht oder hier dreht, ist uns das erstmal egal, weil das ist für uns nur das übergeordnete Bild. Wir suchen uns ja dann untergeordnet auf der nächst kleineren Trendgröße den Einstieg. Und je nachdem, wo diese dreht, da fangen wir dann an zu handeln. Das heißt, ob die nun hier auf der Höhe sich dreht oder weiter unten, hier in dem Beispiel, ist uns erstmal egal. Denn es kommt hier auf die nächst kleinere Trendgröße an. Genau, Ja, das ist das genau so der viel mit. Ansatz. Gut. Ja, was auch Ja. wichtig war, ist, ihr macht ja auch den Multi-Time-Frame-Ansatz. Das heißt, ihr guckt ja nicht nur in einer Zeitebene, sondern ihr schaut ja die Großwetterlage an und geht dann sozusagen nach unten rein, was übrigens auch nicht viele Anleger tun. Die sind meistens nur in einem Time-Frame unterwegs und dann wird da rumgehandelt. Ja, insofern auch ein wichtiger Ansatz, um eben auch hier mal den Unterschied da festzustellen, nach dem Motto, wir schauen das übergeordnete Bild und gehen in den kleineren Time-Frames dann auf Entries. Suche, je nachdem, wie es dann eben sich verhält. Und das ist natürlich auch schon ein wichtiger Ansatz oder auch eine Erkenntnis, die man mitnehmen sollte. Gerade das Multi-Time-Frame wird häufig überhaupt nicht berücksichtigt. Ja, die meisten sind nur im 5-Minuten-Chart oder nur im Stunden-Chart oder nur im Tageschart. Das hat sich in den letzten Jahren geändert, aber in der Masse ist es immer noch so, dass da viel zu viel Harakiri in einem kleinen, eingeschlossenen Raum, Schrägstrich Zeitfenster, gehandelt wird. Ja gut, man kann ja gerne auf einer Zeitebene handeln, ist ja überhaupt gar Das kein schon. Problem. Aber man sollte halt die anderen, das vor allem das große Bild nicht außer Acht lassen, ja. Eben. Weil wenn man dann gerade, auch wenn man untergeordnet ein sehr schönes Signal an irgendeiner Stelle bekommt, da einsteigt und dann aber nicht mitbekommt, dass wir uns gerade auf Tagesbasis zum Beispiel hier unten befinden und hier shortet, irgendwo untergeordnet, na dann kann man sich entweder wundern, warum man rausgeflogen ist, oder man schaut einfach auf Tagesbasis und sieht das dann, dass sich dann hier in dem dementsprechend einfach ein wichtiger Punkt ist. Genau. Das zum Eurostoxx. Gehen wir kurz zum DAX. Da sieht es ähnlich aus. Ja, auch hier eigentlich fast identisches Bild. Ja, hier hat man die drei Hochs im Eurostoxx, wie im Eurostoxx, nur dass die hier ansteigend waren. Wobei wir auch hier an diesem Hoch sehr stark dann abverkauft wurden. Dann kam hier unten auch der Supportbereich in dem um die 12.000er Marke, muss man hier dazu sagen. Ja. Und ja, da korrigiert es jetzt. Die nächste Bewegung wurde wieder abgefangen um die 12.000er Marke. Jetzt korrigiert es wieder. Und ja, gleiche Argumentation wie im Eurostoxx. Kann man klein probieren, untergeordnet auf Stunde. Sollte es hier drüber gehen, haben wir wieder einen deutlichen Aufwärtstrend. Dann müssen wir erstmal wieder warten. Und jetzt heute ist hier aber nichts zu reißen. Ja, also man sieht schon, es läuft seitwärts. Vor der Das sieht natürlich wie ein Spannungsbogen aus. Entschuldigung, dass ich dir jetzt schon wieder ins Wort gehe, Stefan. Aber Intensität. es läuft seitwärts. Aber das sieht natürlich vom Setup her, sieht das schon stark aus. Wenn man jetzt zum Beispiel auch nicht wüsste, dass die EZB jetzt ansteht, könnte man hier schon mal gewisse Szenarien skizzieren. Wobei bei der EZB werden die Würfel einfach nochmal richtig geschüttelt.
Und da gibt es auch wilde Spikes in die eine oder andere Richtung, aber so vom grundtechnischen Aspekt sieht das ja mega gut aus. Ja, du meinst jetzt in die Short-Richtung oder meinst du? Ja, genau, dass du praktisch die Trendbewegung, die ja jetzt schon angelaufen ist, praktisch mitnimmst. Und die ist ja auch schon relativ hoch gelaufen. Also ich finde das, also so vom technischen Setup jetzt aus meiner subjektiven Perspektive ist das ein interessantes Setup, was da gerade beim DAX zu sehen ist im Stundenchart. Ja, man kann das ja vielleicht auch noch mal ganz kurz skizzieren. Gerade im Indexbereich und im Währungsbereich sind Trendgrößen, sage ich mal, und perfekte Trends jetzt nicht alles. Da haben wir dann halt oft diese Seitwärtskorrekturen und dann hier eben ja diese, ja wie gesagt, Seitwärtskorrekturen, wo das Ganze dann oftmals immer wieder an diesen Hochs zum Beispiel abverkauft wird und dann die nächste Bewegung des übergeordneten Trends Einzug hält. Und das genau das Gleiche haben wir jetzt hier zum Beispiel, was man probieren könnte. Obwohl das jetzt nicht wirklich seitwärts ist, weil wir hier schon eine wirklich deutliche Bewegung nach oben hatten. Ich empfinde das persönlich auch als sehr gefährlich. Also den Euro-Stoxx, muss ich sagen, fand ich viel besser. Hier würde ich wahrscheinlich auch nicht mal shorten, wenn die EZB heute nicht anstehen würde. Ja, Ja, sehr weil sie spannend, einfach das ist interessant. zu stark ist und dass es hier kurz über die Hochs drüber geht, ist absolut möglich, gar kein Problem. Und ja, der DAX ist sowieso auch ein Stück weit ein bisschen teurer und ungleichgewichteter. Deswegen muss man hier immer ein bisschen aufpassen auf die Hochs. Das heißt, da ist alles noch in Ordnung, wenn das kurz drüber geht und dann wieder dreht. Das ist ganz normal im DAX und auch im Dow Jones. Eurostoxx, S&P ist hier ein bisschen gleichmäßiger gewichtet. Deswegen haben wir hier auch schönere Trends und die Hoch- und Tiefpunkte werden hier dementsprechend auch, ja, sind einfach wichtiger und werden nicht so oft dann genommen. Ja, der DAX ist ja ohnehin auch ein wildes Tierchen. Da vielleicht mal eine Frage in die Runde. Wir sind ja doch schon ein relativ großes Auditorium. Wo liegt denn bei euch, also jeder mal hier so in sich gebohrt, wer handelt denn von euch gern den Index DAX? Oder ich meine mal, die Masse wird jetzt den DAX eben favorisieren, aber wer handelt denn gern Indizes mal reinschreiben vielleicht? Oder wer handelt Aktien auch? Das würde mich mal interessieren, so im Rahmen dessen, dass wir ja doch ein relativ großer Raum sind. Wo liegt denn da euer Fokus vom Handelsansatz? Ja, also handelt ihr gern DAX, Währungen? Aktien, ja genau, da geht's schon los. Also haut's mal rein. Wäre mir auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, mal auch mal zu festzustellen, welche Gruppe an Teilnehmern haben wir denn hier im Sinne des Handelsfokuses. Ja, das wäre sicherlich mal ganz spannend, auch so für den Nachmittag und jetzt für die nächste Session, so wenn wir jetzt gerade ein bisschen die Märkte mal so ein bisschen beleuchten. Wo liegt denn da hier? Oh, Bitcoin, schau mal an. Ja, wie ist das bei euch in Sachen Kryptos? Seid ihr da affin oder haltet ihr euch da zunächst raus oder habt ihr da auch schon markttechnische Ansätze gehabt, gepflegt, vielleicht auch gehandelt? Moment, Nein, Moment. überhaupt nicht. Ich will das mal Also. ganz klar bitte formulieren. Bitcoin ist reines Glücksspiel, Leute. Und ich habe schon Leute, Anrufe gehabt, die Schulung machen wollten, weil sie lernen wollten, wie man Bitcoins tradet. Unterschiedliche Börsen, erfundene Börsen, die nicht reguliert sind, Produkte, die dahinter sind, die nicht reguliert sind, die nichts an Wert haben. Es gibt mittlerweile 2000 Coins. Jeder Kasperl kann sich einen Coin programmieren, wenn er programmieren kann. Ich kenne sogar zwei Idioten, die das machen. Also bitte, ja, wer sein Geld im Casino hinlegen will, kann es auch dort machen. Ja. Es reden immer wieder Leute, ich habe es geschafft, ich bin damit reich geworden, aber komischerweise kennt man die nicht. Ich kenne sehr viele aus der IT-Branche, die genau wissen, was dahinter steckt. Und nicht einmal die fassen das an. Also das ist reines Zockerding, das gibt es schon seit 12 Jahren. Jetzt wurde es von einigen Leuten nach oben gepusht, vor allem dafür, dass die in Asien das genutzt haben, um das Geld dort zu waschen, indem sie es aus China rausbekommen. Deswegen wurde es auch dort dann schnell verboten, das Mining auch und auch die ganzen Börsen wurden dort geschlossen, die Broker das angeboten haben. Ich bin absolut dagegen, wer das als Zockerei nehmen will. Ja, da gibt es kein Volumen, da gibt es gar nichts, wonach man sich orientieren kann. Das ist einfach kaufen und hoffen, dass es raufgeht. Das ist wie ins Casino gehen, auf Rot oder Schwarz setzen und hoffen, dass dann nicht grün kommt. Ne? Das ist Also. ein klares Statement, Ali, ne? Aber ich muss sagen, danke dafür. Wie gesagt, da kann man geteilter Meinung. Ich meine schon, Kryptos werden sich auf der einen oder anderen Seite sicherlich auch im Zuge des
Futures hier und da sicherlich ein Stück weit etablieren, den Bitcoin-Future bezogen jetzt. Da muss man natürlich ganz klar die Frage stellen, was dahinter steht. Gibt er recht, das ist absoluter wilder Westen, was die Börsen angeht. Unreguliert, gefährlich. Da wird auch noch viel kommen in der Richtung, aber ich glaube dennoch, man muss sich da sicherlich darauf einstellen, dass die ein oder andere Währung in Anführungszeichen ihren Weg weitermachen wird und sicherlich auch am Finanzmarkt ihre Rolle spielt. Ich meine, die Blockchain-Industrie ist ja eigentlich das, was dahinter steht, das große Case und das Interessante an der ganzen Technologie. Aber interessant trotzdem, dass du da auch so ein klares Statement zu hast. Und gerade wenn man eben auch, man muss ja auch sagen, ne, die Dinger haben sich ja am Tag 30, 40% ohne Hebel bewegt. Ja. Wenn du da auf der falschen Seite gestanden warst, dann hast du dein Geld mal schnell halbiert. So schön es auch war, im letzten Jahr 1700% und sowas zu machen. Aber das sind natürlich gerade auf den Kapitalmarkt bezogen vernünftige Anlage. Segmente zu sondieren und eben langfristige duplizierbare Erfolge zu machen, sind das natürlich irreale Nummern. Also das ist wirklich, da gebe ich dir recht, Ali, das ist natürlich ein starker Fokus gerade und ein Blickfang nach dem Motto schnell reich werden und genauso viele, die da jetzt einsteigen, werden dann auch wieder verbrannt im Zuge dieser Thematik, weil es eben auch ein hochspekulativer Markt ist. Das ist absolut klar. Insofern auch ein gutes Statement an dem Punkt, Ali, definitiv. Aber muss jeder sein Genre finden. Ne? Und interessant ist eben auch nach dem Aufruf, ich denke, wir haben noch ein paar Leute, die noch nicht abgegeben haben. Ist es aber so, dass es hier ein großes Universum ist an sag ich mal, Faszination der Underlyings. Ja, das geht eben tatsächlich von den Indizes über den Forex-Markt und auch teilweise Aktien. Also hier ist alles wild vertreten. Aber auch ein großer Schwerpunkt Forex. Wie ist denn das bei euch? Forex, wenn wir jetzt nicht von Krypto-Forex, also Währungen sprechen, sondern dem klassischen, richtigen, echten Währungspaarhandel. Das habt ihr bei euch in der Crew auch drin. Also das heißt, Währungspaare sind bei euch eigentlich auch relativ autark im Coverage, oder? Vom Trading-Ansatz her. Ja, ich habe gerade zum Beispiel von einem Kollegen eine Ansage bekommen, also keine Trade-Ansage, sondern einfach nur ein Hinweis, dass der britische Pfund zum Schweizer Franken jetzt hier oben an einem markanten Hoch auf Tagesbasis angekommen ist. Sollten wir uns doch mal anschauen. Dazu komme ich gleich. Ich möchte auch noch was zu Kryptowährungen sagen. Interessant. Bei Kryptowährungen muss man meiner Meinung nach auch einfach ganz klar unterscheiden zwischen den Möglichkeiten, die man hat. Also man hat ja auf der einen Seite die Möglichkeit, einfach in Kryptowährung zu investieren. Ja? Und das sollte man natürlich komplett vom Trading trennen. Ja? Also wenn ich sage, okay, weil ich dort sehr viel Potenzial in der ein oder anderen Währung sehe in den nächsten 10 Jahren und ich zum Beispiel hier, weiß nicht, 10% meines Anlagekapitals dort reinstecke und ein bisschen streue und einfach liegen lasse für 10 Jahre mindestens, dann finde ich das vollkommen okay. Ja, das hat aber nichts mit Trading zu tun. Das ist Anlegen. Ja, und dann muss man auch von vornherein genau wissen, okay, selbst wenn sich das Ding verhundertfacht, also nee, selbst wenn das Ding 100% macht, dann lasse ich das trotzdem noch liegen, weil ich ja einfach mir sage, okay, ich habe hier einen Anlagehorizont von mindestens 10 Jahren. Wichtig ist dabei natürlich, dass man nicht wie man immer wieder hört, dass man Haus und Hof verkauft, um dann alles Geld noch Kredite aufnimmt und das dann alles in Kryptowährungen steckt. Das ist natürlich auch totaler Selbstmord. Im Trading hatte Ali eigentlich schon alles gesagt. Wir haben, was man noch dazu sagen muss, hier ist natürlich kein Volumen. Ja, wir haben gerade wir als professionelle Trader müssen ja natürlich schauen, dass wir Werte handeln, die ein extrem hohes Volumen aufweisen. Dementsprechend handeln wir fast ausschließlich US-amerikanische Aktien. Und ja, hier mit Kryptowährungen zu traden, auch wegen der großen Gap-Gefahr und so weiter, das hattest du schon gesagt, wegen der hohen Volatilität fällt das einfach Absolut. weg. Und ich bin der Absolut. Meinung, wenn man sich darauf zum Beispiel spezialisieren möchte, dann muss man sich dort auskennen. Das heißt, kommt man eigentlich um diese Orderbücher, die diese ja, Börsen da haben, absolut nicht drumherum. Und man muss sich schon ein Stück weit auskennen. Das heißt, man muss meiner Meinung nach auch in den anderen Assets sehr viel Handelserfahrung mitbringen, um da überhaupt irgendwie Fuß fassen zu können, ja, immer wieder da Gewinne rauszuziehen. Weil die Mechanismen der Psyche und des Marktes bleiben die gleichen, ja. Aber Ali hatte schon die ganzen Nachteile gesagt, also zu empfehlen ist es nicht. Wenn man traden will, dann kann man sich auch an den etablierten Märkten, die ein hohes Volumen aufweisen, tummeln und dort handeln. Ja, also da kann man als professioneller Trader ohne erhöhtes Risiko sein Geld verdienen. Ja, das Ja, wird das wie wäre gesagt. eigentlich von mir. Vielleicht noch eine ganz kleine Anekdote. Ich habe vor, weiß ich nicht, vor
Ich glaube, vor 4 oder 5 Jahren kam ein Freund zu mir und hatte gemeint, ich soll Bitcoin kaufen. Und ich war damals auch kurz davor, wirklich, weiß nicht, ein paar tausend Euro da reinzustecken. Und ja, neulich habe ich ihn wieder getroffen und da haben wir kurz darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ja, ist egal, weil wir hätten das Ding sowieso nach 100% wieder verkauft. Ja, weil niemand hätte damit gerechnet, dass das so durch die Decke geht. Deswegen ärgere ich mich diesbezüglich auch überhaupt nicht. Ich hatte selbst kurz neulich nochmal darüber nachgedacht, in der Korrektur ja ein bisschen was zu kaufen, wirklich als Anlage, aber auch das habe ich gelassen, weil ich weiß mich eigentlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich interessiert. Und seitdem der Bitcoin zum Beispiel als Future zu handeln ist, wird das Ganze ja auch nur noch abverkauft, muss man dazu sagen, ja. Ja, also Weil das wird einfach. ein Thema sein. Also ja, vorfort, Ja, Stefan. weil einfach wahrscheinlich die großen Banken schon genau das Potenzial dieses Bitcoins im Gegensatz zu eventuell anderen Kryptowährungen einschätzen können. Dementsprechend bin ich der Meinung, ist hier das Potenzial gar nicht so groß im Gegensatz zu, ja oder nicht mehr. Okay, das war jetzt meine laienhafte Analyse dazu. Wie gesagt, ich hab auch mit Kryptowährungen nicht wirklich was am Hut. Na, Meine war eine interessante Frage, Stefan, weil wie gesagt, wie kam er hier auf, Bitcoin und Co. Und das ist jetzt gerade eben für, also ich sag mal, damit ist auch ein Stück weit das Interesse am Finanzmarkt wieder gewachsen, muss man ganz klar wissen. Ich meine, mich haben auch, sage ich mal, vom Fahrzeugmechaniker über die Friseuse plötzlich irgendwas gefragt über Bitcoin und das ist dann schon ein Stück weit erschreckend, wenn man dann, ihr kennt die Geschichten der Börsenhistorie, aber wenn dann praktisch jeder plötzlich irgendwas kaufen will, dann muss man sich fragen, wie weit ist das Ganze eigentlich schon gereift? Nichtsdestotrotz, ich vergleiche das auch so ein Stück weit mit Dotcom und dergleichen. Es wird am Ende des Tages sicherlich was übrig bleiben von den 2000, übrigens alle, ich glaube, mittlerweile sind es sogar 4000 Kryptowährung, die auch, ich sag mal, in Summe jetzt auch schon mehrere hundert Milliarden wert haben, aber im Vergleich zum Forex-Markt beispielsweise, wo wir hier über 5 Billionen US-Dollar Handelsumsatz sprechen, ist das immer noch eine verschwindend geringe Größe. Das heißt, da muss man sich natürlich auch ganz klar eben mit den Märkten beschäftigen. Und du, Stefan, sprachst auch vorhin von dem Umsatzvolumen, starke, umsatzstarke Aktien. Das ist ja selbst in Europa teilweise nur in den großen Indizes zu finden. In Amerika haben wir beim S&P 500 da schon ganz andere Handelsumsätze. Und das ist natürlich für euch, für Trader, für Analysten ganz wichtig, dass man sozusagen Bewegungen auch mit einem gewissen Volumen untermauert sieht. Und gerade bei den ganzen unregulierten Coinbörsen ist das eben erstmal gar nicht auf den Nenner zu bringen. Das heißt, da gibt es noch viel Entwicklungspotenzial, dennoch wird es spannend sein. Und es hat im Prinzip einfach auch den Fokus nochmal auf den Finanzmarkt sozusagen gerichtet in vielerlei Hinsicht. Und da gibt es Skeptiker wie, sage ich mal, Anhänger dergleichen und das macht das Thema sicherlich für die Zukunft spannend. Aber wir heute wollen uns dem echten Markt widmen, deswegen britisch Pfund, schwarze Franken, habe ich übrigens auch ein Seasonal Setup, was ich demnächst mal beim JFD Devisenradar vorstellen werde. Gibt es ja jeden Tag 9:30 Uhr. Deswegen werde ich mich jetzt gleich mit Verzögerung auch verabschieden müssen aus der Morning Session. Ich sage erstmal vielen Dank für die Zuschauer, auch jetzt für unser Statement, für die Marktanalyse. Ali, für deine Kommentare. Ganz wichtig, wie gesagt, Ali hat da viel Erfahrung, ist wie gesagt der CEO, der Head Coach sozusagen von ATT und Stefan sozusagen sein rechter Arm und Stefan als Trader hier ganz vorn dabei. Freut mich auf jeden Fall. Ich habe auch schon festgestellt, dass Markus wieder zugegen ist. Deswegen würde ich nur sozusagen das Zepter jetzt übergeben, würde mich leicht rausschleichen, sozusagen dann gleich mal in das Radar übergehen und würde mich freuen, wenn wir uns heute alle am Nachmittag wieder hören, wieder sehen. Gerade dann eben kurz vor der EZB-Pressekonferenz 14:15 sind wir online, 14:30 wird Draghi sprechen. Wenn er es rechtzeitig schafft, aus dem Fahrstuhl rauszufallen, dann fängt er auch 14:30 an. Manchmal dauerte das ja 5 bis 10 Minuten, ehe er überhaupt vor dem Mikro stand. Warten wir mal ab, was dann am Nachmittag passiert. Ich glaube, es wird hoffentlich Volatilität geben und dann werden wir einfach mal sehen, wie wir die Märkte covern können. Also ich sage euch erstmal Danke an die Crew von ATT. Wir haben auch den Martin heute noch zugegen und Felix, wie gesagt, die Crew besteht ja aus mehreren Teilnehmern, die dann auch immer gegeneinander sich befruchten mit ihren Ideen. Deswegen auch britisch Pfund, schwarzer Franken. Da gibt es eben einfach mal die Info, hey, schau dir dies mal an, hey, schau dir das mal an. Und da wird dann auch im Brainstorming sozusagen ein Chart gecovert. Das heißt, man ist auch hier nicht allein gelassen. Das finde ich ganz, ganz spannend. Und ja, jetzt muss ich mich langsam zurückziehen. Markus, du bist da. Sag mal kurz, hi-ha-ho. Ja, hi-ha-ho. Alright, vielen Dank. Stefan, ich wollte jetzt da auch nicht reingrätschen, aber ich denke, ihr kommt es gut miteinander aus. Wie gesagt, läuft gut. Covert, was ihr covern könnt. Viele Leute haben auch ihre Statements schon hinterlassen, was sie so handeln. Da auch mal ein Blick drauf wären. Hier zum Beispiel Doris, ich handle ausschließlich Forex und Aktien. Wenn ihr da, wie gesagt, nochmal Wunschwerte habt, ja, nur rein in den Chat. Es ist wirklich eine Chance auch für euch, dass ihr, sage ich mal, mit Händlern in Kontakt tretet, da eben euch austauscht. Man ist hier nicht allein gelassen. Insofern sucht ruhig da auch den Kontakt.
Und Stefan und Co. oder auch Markus sind hier sich nicht zu so schade, da auch mal den einen oder anderen Wert zu kammern. Insofern, Ali, Stefan, Markus und Felix, Martin und Co., der Rest vom Team, ich wünsche euch viel Spaß. Liebe Zuschauer, wenn ihr mögt, hören wir uns nachher dann auf jeden Fall nochmal wieder. Ich wünsche euch jetzt erstmal noch viel Spaß und würde mich ausklinken. Ja, vielen Dank, dann bis später. Ciao, Sie. Alles klar, dann von mir nochmal ein herzliches Willkommen hier zum Webinar. Wir übernehmen jetzt hier die Moderation quasi von meiner Seite, jetzt von Markus Klebe, an den Stefan, an den Ali, glaube ich. Die beiden sind jetzt hier im Webinar drin und werden ihre Setups vorstellen. Ich bin jetzt gerade erst dazugekommen, also habe die letzte Dreiviertelstunde hier vom Inhalt noch nicht so ganz mitbekommen. Somit vielleicht die ein oder andere Frage meinerseits, die sich hier wiederholend darstellt. Aber ich denke, das ist nicht so schlimm, weil man kann viele Sachen, die wichtig sind fürs Trading, nicht zu oft hören. Von daher seid da bitte nicht böse, wenn ich jetzt die eine oder andere Frage nochmal stelle. Und ich sehe hier den, was haben wir jetzt hier, den britischen Pfund zum Schweizer Und Franken. Schweizer. Genau. Prinzipiell mal von meiner Seite nochmal die Frage, ihr seid auf dem Forex-Markt unterwegs, ihr seid auf den Indizes unterwegs und ich meine auch auf Aktien, ne? Das ist erstmal richtig, ja? Ja, Aktien ist unser Hauptfeld. Also wir handeln hauptsächlich Aktien, natürlich auch Währungen und Futures und Index-CFDs, vor allem auch für unsere Schüler. Da bezüglich des Risikos, die CFDs, weil die kann man ja eben ein bisschen besser vom Risiko her lenken als Futures. Ich komme ja auch prinzipiell aus dem Future-Bereich, handle auch primär Futures, aber es ist natürlich gerade für kleinere Konten dann interessanter, dann auch im CFD zu handeln, richtig? Genau. Genau. Habt ihr da jetzt irgendwo, wenn ihr eben Leute anfangt zu coachen, wie geht ihr da vom Risiko ran? Das ist immer so ein wichtiger Punkt. Was empfehlt ihr da oder wie geht ihr da prinzipiell ran? Denn es ist ja, ich glaube, das hattet ihr auch schon gesagt, es ist ja von der vom psychologischen Faktor her wichtig, über das Risiko wirklich nachzudenken, weil der eine sagt, okay, ich komme mit der und der Risikogröße klar, ich komme mit der und der Risikogröße klar. Wie geht ihr da prinzipiell ran? Ja, also das Risikomanagement beziehungsweise das Money Management ist ja Bestandteil. Das hat man in der Regel relativ schnell abgefrühstückt. Das ist kein riesiges Thema, obwohl es einen riesigen, also eine riesige Bedeutung hat im Trading, sagen wir es mal so. Grundsätzlich sagen wir, das Risikomanagement beziehungsweise das Money Management ist wirklich der wichtigste Punkt im Trading, ja, weil es einfach einen davor schützt, sein Kapital zu verbrennen. Und wir geben eigentlich immer die Empfehlung zwischen 0,25% und 1% maximal pro Trade. Und insgesamt mit 2 bis 3 Positionen maximal unabgesichert im Risiko. Das heißt, wo die Stops noch nicht nachgezogen sind, wo noch keine Teilverkäufe gemacht wurden und so weiter. Das heißt, wir sind da relativ streng. Ja. Je nach Handelserfahrung geht da vielleicht auch und je nach Asset geht da vielleicht auch noch sogar ein bisschen mehr. Aber 1% sollte eigentlich so das obere Maximum sein. Gerade für Anfänger empfehlen wir eigentlich sogar noch kleiner ranzugehen. Und ja, das dazu. Also 0,25% bis 1% maximal. Was da bedeutet, dass ich dann im Prinzip durch diese prozentuale Größe dann es sich auch beschränkt, wie viele Positionen man dann eben gleichzeitig offen hat, gerade wenn das Risiko noch offen ist. Also man hat hier meinetwegen in einer Position 0,25% anfängliches Risiko. Der Initial Stop liegt eben so, dass man 0,25% verlieren kann noch. Ja, und dann kann man theoretisch dann maximal, wenn man eben sagt, -2% ist das maximale Risiko, was offen sein darf, dann darf ich eben auch maximal dann 8 Positionen gleichzeitig mit diesem noch offenen Risiko dann eben auch offen haben. Das habe ich richtig verstanden. Ja, nee, wir sagen eigentlich, also sowohl natürlich das maximale Risiko in Prozent sollte festgelegt sein, als auch die maximale Anzahl der Positionen. Okay, ja. Ja, weil auch wenn dann alle, also trotzdem hat man ja pro Position immer ein gewisses Potenzial, auch wenn das Risiko dann sehr gering ist. Aber es müssen ja dann im Idealfall oder beziehungsweise im schlechtesten Fall, wenn alle Positionen gegen einen drehen, hat man ja trotzdem dann diese 2% verloren und wenn man dann ganz normal weitermacht mit 0,25% pro Position, dann müssen ja dann irgendwann wieder im Idealfall alle Positionen in die richtige Richtung drehen, um dann dieses Loch erstmal zu schließen. Also deshalb versuchen wir hier auch die Reihenfolge im Money Management etwas einzuhalten, deswegen auch nur maximal 2 bis 3 Positionen im Ach so, okay. Risiko.
Okay, also gut, dann habe ich das falsch verstanden. Also da dann eben maximal zwei, drei Positionen, wo man dann eben summiert, dann entsprechend das Risiko schon etwas größer natürlich als 0,25% hat, weil man einfach dann dreimal das Risiko hat. Aber zum Beispiel, wenn eine Position schon gut läuft, ja, die schon im Plus ist, auch vom Stop her im Plus abgestoppt ist, dann hat man da eben ein bisschen mehr Spielraum denn, ja. Also es geht immer so, du machst eine Position auf, eventuell noch eine zweite, versuchst diese abzusichern, das heißt Stop nachziehen, Teilverkauf, wie auch immer, und überlegst dir dann, wo mache ich die nächste Position auf. Man sieht einfach sehr häufig, und das, ja, man sieht einfach sehr häufig, dass einfach zu viele Positionen gleichzeitig eröffnet werden und sich dann gewundert wird, dass ja der Markt dreht. Und man dann mit allen Positionen ausgestoppt wird und man dann halt dementsprechend ein Loch in der Performance hat. Ja, und das geht halt nicht. Das wird oftmals nicht beachtet. Dieses Risiko pro Position wird von den meisten Tradern zumindest beachtet. Ja, oder die meisten wissen, dass man das machen sollte. Aber genau dieses mit zu vielen Positionen gleichzeitig offen haben, das wird halt sehr häufig nicht beachtet. Okay. Und ihr seid jetzt, jetzt ist das hier der Tagesschart, ihr seid jetzt mehr im Swing Trading unterwegs, also wo man wirklich Positionen dann auch über mehrere Tage und Wochen hält, oder macht ihr auch viel im Day Trading, oder gibt es da einen gesunden Mix? Wie läuft das ab bei euch? Also es kommt darauf an, welchen Bereich man sich jetzt bei uns anschaut. Also wir können ja mal bei der Vermögensverwaltung anfangen. Da werden Kunden ab 100.000 Euro gehandelt. Da werden ausschließlich Aktien gehandelt auf Tagesbasis. Das wäre dann eher der Swing Trading Bereich, wenn die Positionen abgesichert sind, beziehungsweise der Großteil aus der Bewegung rausgenommen wurde, kann auch ein Stück weit der Horizont hier nochmal vergrößert werden. Auf Tagesbasis Trend zum Beispiel. Und ja, dann haben wir unseren Signaldienst zum Beispiel. Da wird auch hauptsächlich Swing Trading betrieben, Aktien, Währungen und Index CFDs. Dann haben wir das Copy Trading mit JFT Brokers. Da geht es eher auch um Swing Trading, aber auch kurzfristiger Handel im Währungs- und Indexbereich. Dann haben wir unseren privaten Handel. Da kommen wir auch gleich dazu. Da wollte Ali ja was zeigen. Das erkläre ich gleich nochmal. Da muss jeder seinen eigenen Stil entwickeln. Unsere Spezialität ist Swing Trading im Aktienbereich, aber auch der kurzfristige Handel in den Futures. Also das wird auch sehr viel betrieben. Nur ganz kurz zur Info. Ali hatte jetzt am Anfang des Jahres, also das heißt am 1.1. ein 25.000 Euro Konto eröffnet, was er zurzeit immer wieder mit unseren Schülern gemeinsam handelt, was er auch öffentlich in unserer Facebook-Gruppe immer wieder teilt und live geht dort. Was jetzt vor einer Woche hat man das Webinar ja knapp 100% schon erreicht hatte. Da hat er jetzt eine größere Auszahlung gemacht und beginnt jetzt, glaube ich, wieder bei 30.000. Und darauf wollten wir auch heute eingehen. Natürlich sind das hauptsächlich Futures, die da gehandelt werden und auch Währungen. Und wir wollten das einfach auch so ein bisschen gegenüberstellen zu JFT, weil auch das kann man neben dem Beruf bei JFT mit den Assets, also Währungen und Indie, also CFDs, bequem umsetzen. Ja. Es kommt jetzt hier nämlich gerade die Frage, mal die zur Performance des Copy Tradings und des Signaldienstes. Ich denke, das geht dann schon ein bisschen in die Richtung, wenn dort eben ein Konto gehandelt wird, was als Beispielkonto dient. Ich denke, dass dann eben auch dort entsprechende Signale, die dort umgesetzt werden, dann auch wahrscheinlich im Signaldienst gezeigt werden, beziehungsweise dann auch ähnlich im Copy Trading gehandelt wird, dann richtig? Wie meinst du das? Das Also, naja, wenn der Ali jetzt dieses 25.000 Euro Konto handelt, dann wird er ja da auch eben nach Strategien handeln, nach Herangehensweisen handeln, beziehungsweise ihr habt einen Signaldienst. Werden diese Signale dort eben auch gleichzeitig im Signaldienst publiziert, oder wie läuft das bei diesem Konto? Oder weil jetzt die Frage Nein. kommt gerade im Chat, wie die Performance ist im Copy Trading und im Signaldienst. Also bei Der mir, Signaldienst. das wollte Ja. ich gerne. Das mache ich mal kurz. Okay. Also ich habe es auch schon im letzten Webinar gesagt. Also das Konto, was ich führe, da sind Trades vom Signaldienst auch drinnen und vom Copy sogar. Das habe ich auch sogar gezeigt, welche Trades. Also letztes Mal, war gerade ein aktuelles Signal vom Signaldienst in der Aktie, die habe ich dann mitgehandelt.
Es sind Trades aus dem Copy im Kurzfristigen dabei. Das Konto ist eine Mischung, wo man sieht, man braucht nicht diesen Zeitaufwand, um das zu handeln. Na, darum geht es ja eigentlich. Das heißt, ich handle alles Mögliche vom Kurzfristigen in den Future-Bereich bis zu längerfristig. Das können wir uns dann ja auch anschauen. Und ich kann euch auch zum Beispiel dann mein großes Konto zeigen, wo ich aber natürlich aufgrund der Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, keine Summen mehr zeigen werde, sondern nur die Position. Da bin ich auch mit fast, glaube ich, über 30 Positionen drinnen. Und da gibt es Positionen, die schon teilweise 70% im Gewinn sind. Das können wir uns dann auch anschauen am Nachmittag eher noch, weil das wird dann länger dauern. Und Gerne. das dafür gedacht zu zeigen, wie kann man wirklich etwas längerfristig verwalten. Darum geht es ja, ich will nicht hier ein paar Cent mitnehmen, ich will wirklich so viel wie möglich mitverdienen. Ich will täglich, monatlich meine Auszahlungen haben, um da meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und darum geht es ja. Ich meine, wir müssen uns ja mal überlegen, warum machen wir das Ganze hier? Was ist der Sinn vom Traden für uns, ne? Man kann nicht erwarten, mit einem 25.000-Euro-Konto, auch wenn es für einige viel ist, für einige weniger, da werde ich Millionär. Das ist ein bisschen unrealistisch. Kann man, wenn man da kein Geld nimmt und das jetzt die nächsten Jahre lang immer hochtradet und professionell ist, sicher das mal hinbekommen. Aber es geht ja darum, ich will ja Geld verdienen. Ich will ja ein Nebeneinkommen haben. Die wenigsten sagen, ich will davon leben können, weil es ein ganz anderes Niveau ist, davon leben zu können. Aber ich hätte gerne ein zweites Einkommen. Ich würde mir gerne ein schönes Auto kaufen oder Urlaub machen oder sonst irgendwas leisten und verdiene noch zusätzlich, weil ich in meinem normalen Job nicht so mehr verdienen kann. Dort ist meine Gehaltsgrenze. Ich freue mich, Ende des Monats kriege ich mein Gehalt. Daran sollten sich auch die Leute auch erfreuen, wenn sie jedes Monat ihr Geld verdienen. Wir müssen hier unser Geld erst verdienen. Wir bekommen es nicht geschenkt. Es ist egal, wie viel Zeit wir vom Rechner verbringen. Heißt nichts, dass wir dann mehr verdienen oder weniger, sondern da muss eben der Markt mitspielen. Da gibt es Jahre, die schwieriger sind, Jahre, die besser laufen. Und da geht es um bei einem Profi aber darum, regelmäßig sein Geld zu verdienen. Und es geht nicht darum, ein 5.000-Euro-Konto zu verdoppeln oder sowas. Das ist alles da draußen Quatsch, sondern es geht darum, wirklich regelmäßig Gewinne zu erzielen. Genau, Und eine das Konstanz reinzubekommen ins Trading, was ja generell auch als Trader das Ziel ist, eben, dass man eben irgendwo in Anführungsstrichen eine Konstanz reinbekommt. Genau. Deswegen zeige ich auch relativ viele Trades live in unserer Facebook-Gruppe, damit die Leute das mitkriegen, wo ich das auch live verwalte und zeige, wie mache ich das. Genauso, dass wir auch in den Abendsessions, Nachmittagssessions mit den Schülern Trades, die laufen, eventuell besprechen. Das machen wir meistens normal donnerstags. Da ist mehr der Fokus bei uns auf dem Live-Handeln. Das können wir uns ja anschauen. Gehen wir einfach mal zu mir auf den Schirm, schauen wir uns mal das kleine Konto an, schauen wir, wie das aussieht, wenn wir sowas machen. Moment, Schauen ich wir schalte mal zu dir. auf den Laptop, bitte. Na, das ist der falsche, der andere, bitte. Nee, aber es ist wirklich, finde ich, eine sehr gute Herangehensweise, eben auch für die Schüler von euch oder Leute, die sich für euch interessieren, im Prinzip diese weite Range an Angebot eben zu ermöglichen, ja, dass man, auch wenn man selbst das Traden erlernen möchte, auch zusätzlich natürlich dann eben noch das Copy Trading von euch übernehmen kann, wo man dann eben sozusagen eine Diversifikation hat, ja, zu seinem eigenen Trading. Richtig, wenn man natürlich einen Job hat, natürlich auch das Einkommen, was ich immer sehr, sehr wichtig finde, gerade wenn man anfängt als Trader, dass man eben wirklich weiß, okay, egal was jetzt vom Trading her passiert, ich bekomme erstmal mein regelmäßiges Geld, weil ich habe es in meiner Laufbahn eben auch schon erlebt, dass Leute zum Trading gekommen sind, sehr, sehr frisch dabei waren und irgendwo aufgeschnappt haben, Mensch, da kann man schnell reich werden und wirklich tatsächlich ihre Jobs gekündigt haben und dann natürlich jämmerlich auf die Nase gefallen sind, weil das natürlich dann vorne und hinten alles nicht funktioniert hat und dann keinen Job mehr hatten, Trading-Konto war platt und dann steht man eben wirklich vor einem riesengroßen Problem. Und hier kann man mit euch zusammen natürlich einen wunderbaren, langsamen Weg zum Reinwachsen in das Trading eben ermöglichen. Finde ich sehr, sehr gut, dieses Angebot, was ihr da bietet. Ja. Ja, es geht auch vor allem darum, bei uns, egal wo man hingeht, auch bei uns nach einer Woche Intensivkurs, hat man die Hälfte vergessen und dann sitzt man alleine vom Rechner. Bei uns geht es ja, wie gesagt, Minimum 3 Monate. Wir haben ein eigenes Forum, da ist es eine Community, da werden Threads gepostet, Videos gemacht und, und.
Wir traden zweimal am Tag miteinander für die untertags Zeit haben, so wie die Leute, die jetzt da sind, die anscheinend alle arbeitslos sind oder Urlaub haben oder was auch immer. Genauso wie die, die berufstätig sind, die abends dann reinkommen. Wir nehmen das ja auch auf, dass die das sich im Nachhinein anschauen können. Und darum geht es ja, dass man nicht alleine ist und nicht weiß, mache ich das richtig, was war falsch, warum habe ich ihr Geld verloren, und vor allem miteinander übt und das Gemeinsame und da eben der Punkt, das Üben, das Regelmäßige, um dahin zu kommen. Das ist ein Job wie jeder andere. Man muss den erlernen, man muss den üben, man muss da Praxis reinbekommen. Den Unterschied zwischen meinen Schülern, meinen Ausbildenden und mir ist nur die Erfahrung, die ich habe, die ihnen noch fehlt. Aber alles andere ist nachvollziehbar. Jeder Trade, den ich mache, kann ich erklären und ihnen zeigen. Ich habe jetzt, weil es vorgeheißen hat, ich würde da nicht reingehen, so wie Stefan es richtig auch gesagt hat. Ich würde jetzt auch da normalerweise nicht reingehen. Ich will euch zeigen, da ist auch ein Money Management dahinter. Selbst wenn ich jetzt hier reingehe, habe ich einen Stopp drinnen. Ich weiß, was mich das kostet. Ich würde das normalerweise, wie gesagt, heute vor der EZB nicht handeln. Ich wollte es nochmal zeigen. Der Unterschied, weil vorher dir das Thema mit Kryptowährungen war, hier weiß ich, was mich das kosten kann an Verlust. Das weiß ich bei Kryptowährungen nicht. Wenn ich auf die Toilette gehe und zurückkomme, habe ich 30% Verlust eventuell. Also damit will ich nicht arbeiten. Hier weiß ich, was ist. Normalerweise würde ich das versuchen zu handeln, wenn nicht die EZB wäre, wenn ich nicht sehen würde, wie hier unten, dass das Volumen auch gerade weg ist, weil, wie gesagt, heute normalerweise immer vor der EZB warten die Leute. Es geht hier eher vor allem um die Prognose der Zukunft, was wird passieren. Ich persönlich rechne nicht damit, dass das Statement anders ist als die letzten Male. Die Eurozone hat sich ja etwas erholt. Die Gefahren, die jetzt bestehen, wie gesagt, Italien war jetzt. Da gibt es jetzt nichts wirklich Neues. Die Regierung wird dort nicht zustande kommen. Das kann problematisch werden. Deutschland hat jetzt die Regierung. Schauen wir mal, was die jetzt da anstellen. Aber im Grunde geht es jetzt eher um die Trump-Geschichte, die ich auch letztes Mal in der Analyse gegeben habe, was jetzt mit den Strafzöllen passiert. Ich könnte sogar, vielleicht sogar heute sein, dass er das unterschreibt, weil er heute Treffen mit Leuten aus der Branche Aluminium und Stahl hat. Wenn er da die Strafzölle hinlegt, dann die Europäer nachziehen, könnte das Auswirkungen haben, größere, weil dann kommen vielleicht die nächsten und dann haben wir den Handelskrieg, den keiner haben will. Das könnte vor allem in die Richtung gehen, weil ja auch jetzt der Cohn gestern gekündigt hat. Das war ja auch, warum der US-Markt mit einem riesen Gap eröffnet hatte, den er ja dann geschlossen hatte. Das ist ein starkes Indiz dafür, dass Trump diese Linie weitergeht. Vor allem, weil jetzt die zwei Hauptberater, der Wilbur Ross und der Navarro, das sind, ja, eigentlich Wilbur Ross ist ein intelligenter Geschäftsmann, aber der kommt noch aus den Zeiten, wo man sich abgeschottet hat, selber was produziert hat und dann ins Ausland verkauft hat, dass das nicht mehr so ist. Das habe ich gestern lange in der Analyse, können Sie auch in unserer Gruppe finden, im Video erklärt. Ich würde das gerne nicht das jetzt gleich noch einmal machen, vielleicht am Nachmittag, wenn das unbedingt hören möchte, kann ich noch mal darauf eingehen. Das ist jetzt eine Gefahr, die jetzt wirklich über uns schwebt. Ich werde mal sehen, was diese nächsten Tage, Wochen sich da zeigen werden. Gestern gab es sogar widersprüchliche Aussagen zu NAFTA, dass jetzt diese Stahlgeschichten Kanada und Mexiko nicht treffen sollen, aber alle anderen jetzt dann wieder, es soll nur China treffen. Also China hat heute auch schon gedroht, sollte was passieren, werden wir darauf eingehen. Gut, so viel dazu. Wir gehen mal kurz, weil ich gesagt habe, ihr könnt hier kurzfristig handeln. Ja, ich müsste jetzt, wenn ich, sagen wir mal, wir hätten nicht die EZB, wir hätten einen normalen Trading-Handelstag, müsste ich mir hier einen Trade suchen. Hier würde ich dann das probieren, den Stopp hinlegen. Ich hätte Ziele nach unten, weil das Volumen auch abwärts ist. Aber wenn ich stressfrei handeln will, wenn ich weiß, wie ich es machen kann, kann ich zum Beispiel auch mit dem Eurostoxx machen. Wir sehen hier handle ich auf Tagesbasis und habe den relativ weit oben hier im, mach das mal ein bisschen größer, relativ im Hoch erwischt. Ich hatte eigentlich, das haben die Leute bei mir schon gesehen, das hier oben geschortet gehabt. Dann gab es leider ein technisches Problem bei der Software. Die hat mir die Position einfach geschlossen, musste das dann mit einem neuen Einstieg wieder machen. Das passiert halt immer wieder. Das ist halt, alles hat Vor- und Nachteile. Das ist bei JFD uns noch nicht passiert, dass die Plattform von JFD uns eine Position geschlossen hat. Hier ist es schon ein paar Mal vorgekommen.
Dafür hat die Software andere Vorteile, hat wieder andere Nachteile, was Preis, Datenfeed, alles betrifft. Hier der Future, auch hier ist nur ein Stück. Warum? Weil natürlich der Stop auch ins Money Management passen muss. Deswegen kann ich da nicht mehrere Stücke aufmachen. Hier sieht man das. Ihr könnt es eigentlich selbst auch ein Stück beim JFD aufmachen. Ihr könnt es sogar dann teilen mittendrin. Das ist der Vorteil, den ihr habt, den ich hier nicht habe. Ich kann nur das Ganze verwalten und hoffen, dass es weitergeht und mir dann nicht zu viel meiner Gewinne kostet. Und das ist eben das Thema Verwaltung, was für uns sehr wichtig ist. Deswegen habe ich hier nicht 10, 20 Punkte mitgenommen, sondern hier kann man schon sagen, nur mit diesem einen Trade ist er schon mal ein nettes Monatsgehalt verdient. Es war sogar noch mehr, als es hier im Tief war. Und das gehört dazu, seinen Plan durchzuziehen. Ja, das Tief war erreicht. Da waren schon über 3000 Euro plus. Und dann sitzt man da, sagt sich, schließe ich es, halte ich es. Ich halte es. Ich bin ein sturer Bock, weil ich sage, ich habe mein Setup, ich habe meine Ziele. Dort soll es hinlaufen. Und um den zu verwalten, brauche ich original eine Minute am Tag, weil ich am Ende des Handelstages hingehe und einfach meinen Stopp hinterherziehe. Sollte ich Bewegung Tageshandel machen oder hier in dem Fall habe ich das schon ein bisschen anders verwaltet, dass ich schon im Vorfeld den Trend antizipiere, sollte er drehen und den Stopp eben enger verwalte, als würde ich noch Bewegung Tag machen. Sollte es jetzt tiefer gehen, würde ich dann weiter Bewegungshandel auf Tag machen und den Stopp so hinterherziehen und hätte den Vorteil, dass ich hier eben nicht mehr stressig unterwegs bin. Das ist ja, was wir unbedingt versuchen, hier unseren Schülern beizubringen. Handelt so, dass ihr eben keinen Stress mehr habt und hier ständig wieder hinein müsst. Hier mal eine Frage meinerseits, die sich vielleicht auch der ein oder andere stellt. Wenn man jetzt so lange in einer Position drin ist, im Prinzip hier wirklich einen länger angelegten Swing Trade habt, denkt ihr darüber nach, diese Position im Gewinn zu pyramidisieren oder haltet ihr immer eine Positionsgröße? Wie ist da eure Herangehensweise? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das ist ja eigentlich meine Spezialität gewesen, die ich auch hier vermittle, dass wir pyramidisieren. Es gibt zwei Formen von Pyramiden. Eine, die normale, die wir kennen, dass man klein anfängt und dann die Position immer größer aufbaut. Oder die umgekehrte Pyramide, dass man eher groß anfängt, kleinen Stopp hat und dann das Ganze immer wieder aufbaut. Hier ist das Problem, dass ich mit den Futures das nicht aufbauen wollte, sondern diesen Future hier eher so verwalte, dass ich sage, sollte ich irgendwo einen größeren Verlust machen, nehme ich den raus und außen verschiebt sich hier, das ist auch das Problem, der Einstieg kumulativ zusammengerechnet eben weiter, nicht so wie bei JFD, wo man ja aufbauen kann und jeder Einstieg und Stopp separat verwaltet werden kann, das geht hier leider nicht. Das ist ein Riesenproblem auf der einen Seite. Buchhalterisch ist es logisch, warum, aber eigentlich sehr störend, weil eben hier nicht das so gemacht werden kann. Das hat Stefan immer wieder auch im Copy gemacht, wieder eine neue Position dazugebaut und dann sollte es in die Richtung gehen, das aufzubauen. Das haben wir auch im Signaldienst einige Male gemacht. Das ist auch der Sinn. So kann man auch die Positionen relativ schnell nach oben bringen und den Gewinn maximieren. Dann das ist aber schon etwas, wo ich sage, da muss man wirklich Money Management, Stoppversetzung perfekt beherrschen, um da nicht irgendwie falsch zu pyramidisieren, um am Ende sogar einen Verlust einzufahren. Aber da gebt ihr euren Schülern dann im Prinzip auch ein paar Herangehensweisen dann an die Hand, wie es möglich ist, dann hier eben zu agieren. Ja, das ist ja wichtig, dass man dann eben einen Fahrplan hat, wo man sagt, okay, ich möchte jetzt pyramidisieren, dann weiß ich eben, pass auf, die drei, vier Möglichkeiten hätte ich und passen sie in mein Risikomoney-Management oder nicht. Und dann weiß man da als Schüler von euch, wie man zu agieren hat oder kann euch natürlich auch notfalls nochmal fragen dann in Foren Natürlich, wir haben ja, also wir gehen ja alles durch in der Intensivwoche und dann üben wir solche Sachen. Wir haben ja auch eigene Fachtage, wo wir abends zusammensitzen und solche Themen immer wieder besprechen und üben. Auch Schüler bringen das auch in ihren Analysen oder Trades, die sie haben und sagen, wäre es da möglich? Das üben wir immer wieder, damit man das auch lernt. Wir haben ja auch Mentaltage, die mache halt vor allem ich, weil ich die meiste Erfahrung habe. Wir haben die Live-Trading-Tage. Das ist eine Mischung, damit man sowas macht, weil das kann man nicht von 0 auf 100 sofort können. Das geht nicht auf Anhieb. Da muss wirklich, ich sage mal, die Basis stimmen, das Handeln, was jeder gleich lernt. Dann zu pyramidisieren, dann zu traden, dann zu verwalten. Das ist dann halt natürlich
ein bisschen unterschiedlich. Jeder entwickelt seinen eigenen Stil. Ich zum Beispiel bin ein sehr aggressiver Händler. Stefan ist eher ein vorsichtig, ruhigerer Händler, der lieber seine Setups haben möchte. Der andere ist wieder ein bisschen eine Mischung von uns beiden. Das ist halt unterschiedlich, aber wir handeln bei alle immer dasselbe Setup, dieselbe Richtung, halt nur ein bisschen vom Stil her anders. Und das muss man sich einmal angewöhnen. Aber davor muss man wissen, wo ist der Trend? Warum handeln wir Short die ganze Zeit? Ich bin jetzt schon seit einem Dreivierteljahr Short unterwegs, was im großen Depot ist. Da haben schon immer die Leute gesagt, warum handelst du Short? Der Markt ist long. Habe ich immer wieder erklärt, Leute, es ist kein Volumen nach oben. Das Volumen ist auf der Short-Seite momentan. Das heißt, das ist ein Indiz dafür, warum der Markt eben so schnell runtergeht, warum ich nicht mehr an die Longs glaube, sondern hier das Volumen nutze. Und ich brauche das Volumen, ich brauche die Masse hinter mir. Und wir werden uns am Nachmittag das auch anschauen, warum ich da so viel Position schon drinnen habe, die so lange im Gewinn sind. Und auch dort das stückchenweise auch genommen habe. Dort hat sich auch der Stopp inzwischen verschoben. Für diejenigen, die das schon seit einem Jahr mitverfolgen, teilweise, die sagen, ah, der Stopp war, der Einstieg war ja ganz oben, warum liegt er jetzt auf einmal da mittendrin? Das ist eben durchs Pyramidisieren mit der Software leider so. Und das passiert dann immer wieder. Aber das ist auf jeden Fall Thema und es geht darum, immer diese Sachen zu üben, bis sie wirklich perfekt sitzen. Und dann gibt es andere Formen von Einstiegen, Verwaltungen. Ich habe den Leuten schon gezeigt, wie man den Stopp unterschiedlich verwalten kann. Hat man mehrere Positionen drinnen, zum Beispiel gibt es nicht das typische, nur den Stopp hinterherziehen. Da gibt es einen Teilstopp, den man verwalten kann und, und. Also wir haben viele, viele Möglichkeiten, die wir da machen können. Sehr schön, sehr schön. Kurz nochmal eine Frage abschließend jetzt hier zu dieser Position. Jetzt ist das ja hier der Euro Stoxx Future, weil ich es richtig sehe. Ich habe das hier leider Gottes bei mir nur sehr, sehr klein auf dem Bildschirm. Irgendwie gibt es hier ein Problem mit der Darstellung. Aber es ist der Euro Stoxx, wenn ich das richtig sehe, ne? Genau. Wie geht der jetzt mit Kontraktwechseln um hier im Future-Bereich? Jetzt ist ja zeitnah der Kontraktwechsel. Wie macht ihr das? Also legt ihr dann eben die Position in den nächsten Kontrakt einfach rein, 1:1 aus dem einen raus in den anderen rein? Oder was habt ihr da auch noch eine Herangehensweise dann? Ja, das ist zum Beispiel jetzt der Nachteil bei der Art. Also, wenn ihr zum Beispiel die CFDs jetzt zum Beispiel bei JFD habt, ihr müsst jetzt nicht dann denken, was mache ich jetzt in 2 Wochen, wenn der Future-Wechsel ist, weil der Future läuft ja aus. Ich würde ihn ein paar Tage vorher schließen eigentlich und mir dann einen neuen Einstieg suchen, weil das Volumen vorher nicht da ist im anderen. Und deswegen, ich nehme ihn nicht mit. Sondern ich schließe es und suche mir dann woanders einen neuen Einstieg. Also wirklich dann, da guckt ihr dann wirklich nochmal nach wirklich Einstiegssetups, also nicht blind, dass man sagt, okay, in der Minute schließe ich, in der gleichen Minute eröffne ich in dem nächsten Kontrakt meine Position, sondern da schaut ihr schon dann nochmal nach Setups wirklich zum Einsteigen in die entsprechende Richtung dann. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also ich würde nicht blindlings sagen, nur weil ich da jetzt drin bin, steige ich wieder ein. Ich würde da einfach auf die Korrektur warten. Okay. Und einfach so, als wäre ich noch nie drin gewesen und mir einen neuen Einstieg suchen. So ist ja auch das Pyramidisieren teilweise, dass man da einen neuen Einstieg ja sucht. Das würde ich auch hier machen. Ich mache deswegen, sage ich auch, man soll nie daran denken, ich habe was verpasst. Jeden Tag gibt es einen neuen Trade, eine neue Möglichkeit zu handeln. Und deswegen ist es auch für mich kein Problem, dahin zu gehen und zu sagen, ich probiere es wieder. Sehr gut. Das ist jetzt mal für diese 3 Monate, reicht mir das. Wenn ich dann meine 2.000 € mitnehme, ist es ja auch schon mal nett. Nur mit dem einen Trade sollte er nochmal die Tiefs ansteuern, würde ich dann wahrscheinlich schon nächste Woche schließen. Ich bin ja auch nicht, muss man sagen, jeden Tag am Rechner. Ich war letzte Woche, vor 2 Wochen in London 3 Tage, dann war ich in Berlin. Nächste Woche bin ich wieder in Frankfurt. Da sind wir eingeladen, auf der Börse, Stefan und ich, ein Interview wieder zu geben, unsere Analysen zu machen. Und dann drauf bin ich wieder unterwegs. Dann haben wir die Schulung in Wien. Also man sieht, ich bin ja auch nicht jeden Tag am Rechner. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun, auch Familienmensch, Frau und Kind. Das heißt, man möchte ja auch sein Privatleben leben und nicht nur den ganzen Tag vor Rechner sitzen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier Schluss machen, gehe ich jetzt auch raus zum Sport, dann gehe ich mit einem Freund zum Essen und dann komme ich zurück und mache wieder das mit euch. Und schauen wir auch natürlich Mario Draghi an. Genauso wie morgen. Morgen sind zum Beispiel noch von Payrolls. Da würden wir uns auch im Team gar nicht vor großartig vom Rechner setzen, sondern kommen dann alle um 14 Uhr, schauen uns dann das Ergebnis 14:30 an, was ist da passiert und warten dann die Öffnung ab. Also man muss solche Sachen auch machen, weil
falsche Gedanke ist, ich muss den ganzen Tag vorm Rechner sitzen. Ne? Und was auch viele hier jetzt in den Chat reingeschrieben haben, sich zu sehr auf ein, zwei Produkte zu konzentrieren, ist ein Fehler. Ich sehe hier viel, ich handle den DAX und den Euro-US-Dollar. Damit grenze ich mir gerade all diese Werte aus, die es hier gibt. Wir haben hier über 3000 Aktien, wir haben hier über 30, 40 Währungspaare, die Major sind, die man handeln kann. Man hat nicht nur den DAX, man hat den Eurostoxx, man hat den S&P 500, den Nasdaq, den Dow, den SMI Future. Also verschiedene und je nachdem natürlich auch mit mehr Sinn dahinter. Also Stocks und S&P sind viel sauberer, viel ruhiger, während der DAX sehr ungleich gewichtet ist. Das sind eine Siemens, eine BASF, eine Bayer, die sind sehr stark gewichtet. Sollten dort die Autowerte belastet werden, vielleicht zum Beispiel durch Trump, kann das den ganzen DAX runterziehen. Das passiert nicht in den anderen Indexen, weil die eben sehr, sehr gleich gewichtet sind und trotzdem gehen alle auf den DAX, obwohl es so volatil ist und dann wundern sich alle, warum sie so viel Geld verlieren. Ich handle sehr wenig den DAX normalerweise, jetzt den Mini-Future, weil mir der große viel zu teuer ist, auch für das Konto, auch fürs große Konto. Man kann es mit CFDs machen, das kostet dann nicht so viel Geld. Auch die Margin ist eine ganz andere, das hat den Vorteil. Aber wie gesagt, geht es mehr auf Forex und Aktien, da kann man auch genauso Stückzahlen nehmen, teilen. Ich bin ja sehr gespannt, sobald JFD eben die Aktien hat, weil dann werden wir auch viel mehr da machen können. Jetzt auch die CFDs auf Aktien sind auch möglich, da muss man halt natürlich aufpassen wegen den Swap-Kosten. Aber ich bin sehr gespannt, wenn dann die Aktien kommen, das ist ja geplant. Wir sehen jetzt auch hier, weil ich habe es auch vor allem gemacht, weil wir sind ja hier am Live-Markt. Wir wollen auch hier handeln. Wenn was sich gibt, ich zeige euch solche Sachen, wenn es passiert, wie gesagt. Ist die Frage, wie verwaltet man jetzt sowas vor der EZB? Wir hatten eine Idee, was würdet ihr machen? Ihr sagt jetzt, heute Morgen, wir sind jetzt ungefähr 1,5 Stunden da, das sind jetzt 200 € Gewinn gerade mal. Ist ja auch nicht schlecht für eine Stunde sitzen und quatschen. Was würdet ihr machen? Vielleicht schreibt der eine oder andere mal das rein, dann können wir nochmal auf die Fragen gehen. Auch das Thema vielleicht von Thorsten, der das geschrieben hat, am Abend richtig schlafen gehen. Ihr dürft beim Trading nicht nervös sein und ins Bett gehen. Das macht ja keinen Sinn, wenn ich unruhig schlafe. Dazu habe ich ja mein Money Management und meinen Stopp und wenn ich das einhalte, kann mir nichts passieren. Richtig, Ein also paar das, Ideen machen. ja, das ist einer Ja, der komm. wichtigen Punkte, den ich immer unterstreiche, dass man wirklich das Risiko an sich selbst anpasst. Nicht, wenn einem jemand sagt, wir nutzen das und das Risiko, das kann man als Richtung meiner Meinung nach immer nehmen, aber man muss es für sich selbst entscheiden. Ja, der eine, der schläft mit 50 € Risiko gut, den anderen interessiert 500 € Risiko nicht. Also das ist ja sehr, sehr wichtig, weil jeder Mensch tickt anders. Das werdet ihr sicherlich dann ja auch gelernt haben oder auch mitbekommen, wenn man eben mit Coaching-Schülern immer permanent arbeitet, ne? Auf jeden Fall, wir haben ja unterschiedliche Schüler. Wir haben vom Bahnmitarbeiter bis zum Unternehmer, Arzt, alles, also wirklich schon drinnen. Wir haben sehr wohlhabende Kunden, der natürlich trotzdem, obwohl es vom Money Management vielleicht 5.000 € pro Trade riskieren kann, ihm trotzdem mulmig wird und der halt einfach runtergeht. Das ist ja auch einer der wichtigen Punkte, dass man sich da wohlfühlt. Am Ende gehört das Money Management, was wir vorgeben, ist ja nicht, was wir erfunden haben, Leute, das muss ich auch dazu sagen, was wir hier handeln, ist nichts vom Ali Erfundenes, neu erfunden, sondern einfach das, was die Großen da draußen handeln, was die nutzen, das machen wir auch. Es gibt vielleicht zwei, drei Kleinigkeiten, was die Verwaltung oder Setups von mir betrifft, aber im Grunde ist es nichts anderes, was die dort machen. Das haben meine Schüler schon gesehen, die mit mir auf der Börse waren. Sie haben wie die Händler dort arbeiten, wollen aber auf die schauen, dass es genau dasselbe ist. Und darum geht es, wir geben ein Money Management vor, das professionelle Training betrifft. Wer drunter geht, jawohl, ist kein Problem. Man sollte es nicht zu übertreiben, muss ja auch irgendwo Kosten sich decken. Aber drüber gehen sollte man nicht. Deswegen gibt es auch immer wieder dieses Konto vernichten, weil man nicht auf das Money Management achtet. Auch Richtig. dieses Konto, was ich hier führe, dieses 25.000 € Konto, wurde mit demselben Money Management 0,5 bis 1% maximal eben gehandelt und trotzdem ist das so ein Ergebnis zustande gekommen, weil man eben stur drauf bleibt. Deswegen habe ich auch sogar gepostet, wie ich am Montag einen Minustag hatte von 1% meines Kontos, von den 30.000 hatte ich dann ein Minus.
und habe es dann eben deswegen auch gelassen an dem Tag, weil ich gesagt habe, ich will nicht noch 1% drauflegen und habe aber am nächsten Tag das Ganze in 3% plus gemacht und dann am nächsten Folgetag genauso. Das habe ich auch live im Video gezeigt und darum geht es ja. Wir können das auch kurz, weil die Frage kam, ja, anschauen, muss ich kurz nur rüberschalten wieder, dass wir uns das mal anschauen. Nee, sehr gut. Also ich finde die Herangehensweise prinzipiell schon sehr gut. Vor allen Dingen die Streuung, dass man eben auch als jemand, der hier zuhört, eben auch sieht, man muss sich nicht auf ein Produkt konzentrieren, man muss sich nicht auf eine Asset-Klasse konzentrieren. Es gibt viele, viele Möglichkeiten an der Börse. Man muss für sich selbst das raussuchen, ob es jetzt der Trading-Ansatz, der Trading-Stil ist oder auch das Produkt an sich, was zu einem passt. Und da gehört es eben dazu, dass man auch sich teilweise jemanden sucht, der einen an die Hand nimmt, der einem hilft, dort eben so ein bisschen den Leitfaden oder die Leitplanke zu bilden, rechts und links, dass man nicht zu weit abdriftet von dem, ich sage mal in Anführungsstrichen, Idealweg und eben viele Möglichkeiten aufgezeigt bekommt und man selbst dann entscheiden kann, ja, dieser Faktor passt zu mir, dieses Produkt passt zu mir, diese Herangehensweise passt zu mir und das dann eben auch umsetzt, sei es im Copy Trading oder auch im Eigenhandel. Ich finde diese Kombination aus allem sehr, sehr gut und eben auch das nicht nur im Future-Bereich, was für viele gerade Neulinge wirklich ja uninteressant ist, weil man doch eben relativ große Konten benötigt, dass man eben auch eben zusätzlich noch im CFD hier tätig ist und eben auch da zeigt, dass man die Setups entsprechend umsetzen kann. Das finde ich schon Also wirklich ich sehr, würde sehr gut. Futures für Anfänger, sage ich immer, ablehnen, egal wie groß das Konto ist, weil das wirklich viel Erfahrung und Übung braucht, weil es sehr schnell sehr teuer werden kann. Lieber mit den CFD sauber arbeiten, einen Broker haben wie JFD, der auch, ich sage, damit es nicht immer heißt, ich tue jetzt nur JFD bewerben, auch Interactive Brokers, den ich benutze hier, hat auch CFDs auf die Indexe, laufen auch sauber wie bei JFD, nur mit dem Unterschied, dass die echt die Kosten eine Frechheit sind. Also das sind es teilweise 8 € pro Turn, unterschiedlich je nachdem, welchen CFD ihr handelt, wenn wir bei JFD 20 Cent haben. Also nur als Vergleich, das ist schon ein Riesenunterschied, was die Kosten betrifft. Könnt ihr handeln? Die spiegeln ja auch das wirklich sauber korrekt wider. Da habt ihr ja nicht diese auf einmal komischen Gaps drinnen oder dass es einfach ganz woanders läuft, wo eigentlich der Future läuft, sondern es wird wirklich sauber abgebildet. Das kann ich hier ruhigen Gewissens sagen. Hier sieht man auch, dass ich auch Minus mache. Ich sage es immer dazu, weil die Leute sagen, machst du denn auch Minustage? Ja, das war zum Beispiel auch auf dem Konto ein Minustag. Man sieht aber den gesamten Gewinn in der Zeit trotzdem dein Buch, das sind Buchgewinne. Hier, das war ein reiner Verlusttag. Und dann am nächsten Tag habe ich es auch hier live gezeigt, wie ich drinnen war. Und am Ende des Tages waren es dann über 1.000 €. Da waren noch zwei Positionen offen. Die sind dann weitergelaufen. Darum geht es, Verluste gering halten, die Gewinne vernünftig halten. Das sieht man immer wieder. Ich poste diese Sachen, wir gehen immer live. Ihr seht hier auch viele, viele der Trades. Aber nicht nur von mir, hier sind auch zwei unserer Schüler zum Beispiel, die hier das auch mitgehandelt haben, obwohl sie nicht mit mir am Rechner waren, sondern weil es diese typischen Setups sind, die wir immer wieder handeln. Das Video von letzter Woche könnt ihr auch nebenbei hier oder in unserem YouTube-Kanal finden. Hier ein weiterer Schüler, darum geht es ja, es geht nicht darum, der Ali ist der Geiste hier, der kann das, sondern es ist ja wichtig, dass das die Schüler können. Weil es bringt nichts, wenn der Ausbildner es kann, es ist ja wichtig, dass es die Schüler können. Nicht nur, dass die weiteren Ausbilder, leider kommt Felix und Martin gerade nicht zu Wort, weil wir bald hier Schluss machen wollen, aber am Nachmittag kommen die beiden auf jeden Fall dran. Mehrere sind auch Ausbilder, die es können, aber auch die anderen Schüler. Man sieht es immer wieder. Ich poste auch Sachen zum Lernen, weil vorher auch die Frage war, was ist mit dem Copy Trading, die Performance und Signaldienst? Hier ist der Signaldienst, Copy ist halt intern, Signaldienst ist öffentlich, ihr könnt euch da registrieren. Man sieht auch hier die Zeit, also angefangen relativ steil nach oben. Letztes Jahr war der Markt sehr schwierig zu handeln, kein Minus, aber auch nicht wirklich das Ergebnis geholt. Aber seit Anfang des Jahres geht es von einem Hoch zum anderen und man sieht doch hier sehr schön die großen Gewinne, die Verluste, die dazugehören, aber dafür kleiner. Das wird zum Beispiel nicht von mir nicht einmal gehandelt. Das handelt mein Team. Wie gesagt, ich bin voll, ich handle nicht mehr so viel. Das machen die Jungs, das ist der Sinn von ATT, dass hier die ehemaligen Schüler, die langsam auf ein immer höheres Niveau kommen, das verwalten und traden. Das ist ein schönes Ergebnis. Das ist auch extrem transparent, der Signaldienst.
Man sieht die Einstiege mit dem Stempeln der Zeit, mit einer ID. Also da kann nicht einer hingehen und sagen, der Kurs war aber ganz woanders. Manchmal erwischen sogar die Kunden den Kurs besser als wir, weil der Kurs in dem Moment ein bisschen zurückläuft. Manchmal auch schlechter. Das ist halt einfach so. Der Markt lebt ja, der wartet ja nicht, bis wir die Einstiege machen. Hier ist es vor allem Aktien, ein wenig Forex, ein wenig Indexe. Und ich habe auch in dem Video gezeigt, dass ich sogar auch da was nachhandle. Das sieht man. Letzte Woche am Freitag war das 25.000 Konto, inzwischen schon auf 50.000, also 100%. Ist aber, wie gesagt, nicht der Sinn dahinter, dass ich jetzt hingehe und prozentuell versuche, das hochzuhandeln, sondern eigentlich der Sinn, Monat für Monat Geld zu verdienen. Deswegen habe ich auch hier eine 20.000 Euro Auszahlung gemacht. Da war auch die Diskussion mit vielen Schülern und Kunden, die hier Teilnehmer waren. Wie viel nehmen wir uns hier raus? Bitte die Summe anschauen. Nicht das, das ist, wie viel ich beleihen kann, sondern das ist der wahre Wert des Kontos. Und da war auch die Frage, wie viel nehmen wir uns raus? Einige gar nichts, einige wollten alles rausnehmen. Nein, ich habe entschieden, wenn ich mit 25 anfange, nehme ich mir 20 raus. Dann habe ich 30.000, dann habe ich 5.000 Puffer zu meinem Einstieg und insgesamt eigentlich schon mein Investmentkapital schon zurück. Und versuche mir eigentlich jedes Monat immer wieder was vom Konto rauszunehmen, weil wir wollen es ja realistisch halten. Wir wollen ja auch ein bisschen Geld verdienen und nicht nur einfach stur das Konto hochzutreten. Hier ist eben etwas sehr Interessantes, was ich gefunden habe und euch auch hier zeigen möchte. Man sieht hier relativ schön damals als Bush im Jahre 2000 auch Strafzölle machen wollte, die hat er gemacht, WTO ist dazwischen gegangen und in dem Moment, als das kam, ist hier der Dollar abgestürzt, sind hier die Schuldscheine abgestürzt und natürlich S&P und der Gesamtmarkt sind relativ ziemlich stark runtergegangen. Das könnte hier auch wieder passieren. Wir sehen das Déjà-vu, es passiert immer wieder das Gleiche. Dann hat natürlich die WTO gesagt, das geht nicht, man kann nicht Strafzölle allgemein machen. Man muss schon einen gewissen Nachweis bringen, dass dort ein Dumping entsteht, wie zum Beispiel in China, wo der Staat die Stahlproduktion fördert, subventioniert, weil dort so viele Arbeiter sind, so viele Jobs dranhängen und die eigentlich viel zu viel Stahl inzwischen produziert haben und das eben zu günstigen Preisen nach Europa bringen und über Umwege in die USA. Und da kann man das vielleicht argumentieren. Kommentieren damit, aber man kann nicht hingehen und sagen, wir machen einfach Strafzölle auf alle und auf alle Produkte. Das ging damals auch nicht. Und das könnte jetzt wieder passieren, dass auch solche Sachen versuchen wir immer wieder Fundamentales anzusprechen. Oder hier sieht man eigentlich die Trade-Bilanz der USA. Seit eigentlich jetzt Trump gekommen ist, ist es nur noch am Fallen. Ist auch eine relativ schöne Statistik zu sehen. Ja, wieder hier Schüler. Man sieht es, wir handeln hier nicht ein paar Pips hier raus, sondern hier wirklich schön den DAX komplett mitgenommen. Schreibt auch dazu, er hat einen Fehleinstieg gehabt, das gehört dazu. Aber das Thema Wiedereinstieg, was wir immer wieder sagen, der Punkt zu wissen, wann höre ich auf zu traden und wann muss ich, bin ich verpflichtet, wieder in den Markt zu steigen, das wird hier auch gezeigt. Und eins, was wir auch sehr gern machen, ihr könnt es jetzt natürlich frei, euch in der Gruppe zu melden. Hier ist ja der Gruppenname und die Schüler auch anzusprechen, wir verstecken uns nicht. Kannst die fragen, ihr müsst nicht immer von mir hören, wir sind die Geilsten, die Tollsten, sondern abgesehen, man sieht das Ergebnis von den Leuten ja auch, kann man auch die Leute direkt anfragen, wie ist denn das wirklich im Hintergrund und so, was wird da alles angeboten. Das können wir auch gerne heute Nachmittag am Schluss, kann der Stefan gerne auf das Ganze eingehen, wer das möchte, weil ich möchte hier nicht zu viel jetzt die ganze Werbung machen. Sehr gut. Es kam nämlich auch die Frage nochmal, vielleicht, dass wir nochmal zurück ganz kurz auf den DAX-Trade dort gehen oder was der Eurostoxx, der heute früh da scheinbar ja reingelegt wurde, auf der Short-Seite, wo da irgendwie 200 € plus gerade auf der Uhr waren. Hier kam jetzt die Frage, eigentlich sollte man Long einsteigen, jetzt wurde hier aber Short eingestiegen. Da einfach vielleicht nochmal kurz die Idee dahinter erwähnen, warum jetzt hier ein Short-Einstieg stattgefunden hat. Da kam jetzt hier die Frage, das ist vielleicht auch für andere interessant. Warum denn hier heute der Einstieg? Also zum einen muss man auch dazu sagen, wir haben hier einen Abwärtstrend, ja, also sichtbar auf Tagesbasis, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Wir haben hier auf Stunde einen Abwärtstrend, ja. Hier ist noch kein Aufwärtstrend entstanden, deswegen hängt er auch hier oben fest. Sollte er da drüber gehen, ja,
Nur, erstens einmal haben wir schon vom Stefan richtig gehört, wenn er da drüber geht, kann es uns passieren, dass er dann sofort wieder abverkauft wird. Ich sage, der Trade sollte heute nicht gemacht werden vor der EZB, betone ich immer wieder. Ich werde es auch schließen. Das war meine Frage. Was machen wir damit? Die Antworten habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ich werde die Position einfach schließen, weil ich bin ja auch nicht da jetzt. Ich gehe raus. Ich kann es auch nicht verwalten. Und die Idee ist dahinter, weil das Volumen immer, wie ich gesagt habe, momentan auf der Short-Seite ist, der Tag Short ist, die Stunde eigentlich Short ist. Sollte das Ding dann drüber gehen, hätten wir zum ersten Mal einen Stundenaufwärtstrend. Das bedeutet, wir gehen hier drüber, brauchen dann hier in dem Moment eine Korrektur und müssten uns dann einen Einstieg in Long-Richtung suchen. Auf dem kleineren Zeitfenster würde ich persönlich nicht machen, aufgrund der Tatsache, dass der Tag hier Short ist, dass das Volumen immer momentan auf der Short-Seite unterwegs ist, macht das für mich persönlich keinen Sinn. Wer es machen will, man sieht es ja auch, wenn es runter geht, geht es relativ stark runter, nach oben sehr langsam, muss dann warten, dass es da ausbricht und wirklich zurückkommt, um dann einen günstigen Einstieg zu finden. Weil die Frage ist immer, wo setze ich meinen Stopp? Hier sieht man, wie klein mein Stopp ist, das Potenzial da ist. Wenn ich jetzt long gehen möchte, müsste ich ja auch irgendwo meinen Stopp setzen. Der wäre schon mal hier. Wenn ich da long gehen will, muss ich meinen Stopp hier hinsetzen. Das ist ja schon mal viel teurer, als was ich hier gemacht habe. Hier den minimalen Einstieg. Also dann daran auch überlegen immer. Immer überlegen, was kostet mich der Stopp, weil das ist das Einzige, was wir wirklich sicher sagen können, wie hoch der Verlust sein wird. Aber den Gewinn können wir nie voraussagen. Das kann keiner sagen. Nur denn das Verlustrisiko. Und jetzt die Überlegung, okay, du sagst, du musst jetzt vom Rechner weg. Da bin ich auch immer der Meinung, dass man dann wirklich sehr, sehr stark überlegen sollte, gerade im Future-Bereich, ob man eben Positionen drin lässt, auch vor EZB, wo natürlich eine größere Slippage passieren kann, wenn man dann eben auch ausgestoppt wird. Aber prinzipiell die Idee jetzt zu sagen, okay, statt des Ausstiegs, weil man losgeht, den Stop auf Break-Even zu packen oder Break-Even plus 1, plus 2, plus 3, gibt es da eben auch Denkweisen in die Richtung, eventuell? Nun, ich sage ja eigentlich, ich würde es nicht riskieren. Ich meine, wenn jetzt der DAX hier unten wäre, ja, und jetzt ist die EZB-Sitzung, dann würde ich es auch ein bisschen im Gewinn eventuell absichern. Das Problem ist nur, wenn es in der Nähe von dieser Geschichte ist und ich lege den Stopp jetzt, sagen wir mal, hier hin, ist ja auch wurscht, was dann passiert, dann kann es mir passieren, dass eine Nachricht kommt, von der niemand was erwartet hat und das Ding hier oben öffnet. Dann habe ich einen wesentlich höheren Verlust. Deswegen mache ich das nicht eigentlich vor der EZB überhaupt zu handeln und vor der EZB. Deswegen habe ich auch keinen Forex-Trade auf dem Euro drinnen momentan, weil der natürlich jetzt vor der EZB nicht wirklich sich bewegt. Ich würde nur, wenn ich wirklich weit im Gewinn bin, eventuell den Stopp absichern. Aber an und für sich sollte man wirklich hier nicht zocken, weil man weiß nie, was passiert vor der EZB, während der EZB-Sitzungen. Tendieren die Märkte dazu, sehr viel rauf und runter zu gehen, aufgrund der Tatsache, weil das Orderbuch eben sehr leer ist, weil die Großen nicht investiert sind, sondern ein paar kleinere, die dann mit Minimalpositionen schon den Markt relativ rauf und runter schieben. Da sieht man immer wieder, dass da teilweise 50, 60 Punkte rauf und runter schießen, egal wo man den Stopp hinlegt. Also auch ich handle nicht, bis ich wirklich während der Ansprache von Draghi Keywords höre, also wirklich. Wo er damals 2014, wo wir gehandelt haben, gesagt hat, wir werden jetzt die Bazooka rausholen und den Euro stärken und den Markt pumpen. Das war die Ansage damals, das Quantitative Easing. Da hat man gewusst, jetzt wird der Euro verlieren, weil er eben jetzt Geld in den Markt pumpt. Aber sonst will ich da wirklich aufpassen und dazu braucht man wirklich Erfahrung, Übung und auch die richtigen Produkte dafür. Sehr gut, richtig, ja. Also, okay, super, vielen Dank für diese Erklärung. Ich denke, das interessiert dann doch immer so den einen oder anderen. Jetzt kommt hier nochmal die zweite Frage oder zwei Fragen. Eine will ich schnell beantworten. Wann ist die EZB-Sitzung zu Ende? Das kann man immer nicht so genau sagen, wie lange eben jemand spricht. Aber in der Regel kann man so davon ausgehen, dass eben so eine Sitzung, beziehungsweise Sitzung, es geht ja mehr um das Statement, wo dann der Mario Draghi spricht, dass man so schon mit einer halben Stunde rechnen kann. Das mal kurz beantwortet. Dann ist hier die Frage, am 15. März endet der Bärenzyklus. Ab 16. März beginnt eine neue Phase für den DAX. Ich denke, dass jetzt hier darauf angesprochen wird, dass der Kontraktwechsel ist. Habt
Ihr Herangehensweisen, wenn eben viermal im Jahr ja der DAX Future im Prinzip in einen neuen Kontrakt wechselt? Da gibt es Herangehensweisen, dass auch mit diesem Kontraktwechsel oft eben es eventuell zu einer Richtungsänderung kommt. Achtet ihr auf sowas? Achtet ihr nicht auf sowas? Ich denke, das wird jetzt hier auch mit dieser Frage irgendwo in diese Richtung geht das. Ansonsten weiß ich nicht, wie jetzt da das zustande kommt, dass man direkt 15., 16. hier irgendwie als Wechsel eventuell nimmt. Achtet ihr auf solche Sachen? Nein, also nein. Also es passiert immer wieder, dass vielleicht kurzfristig der Markt ein bisschen in eine Richtung gedrückt wird, um vielleicht die Positionen, die Optionen oder die Futures in eine gewisse Richtung kurzfristig zu schieben. Aber es ist kein Bärenzyklus oder ein Bullenzyklus, das ist es nicht. Es gibt den Spruch an der Börse, zum Beispiel, sell in May and go away. Das ist halt in zehn Fällen richtig, dass meistens im Mai die Kurse eher runtergehen. Das fängt vor allem deswegen an, weil wir ja die Berichtssaison davor haben, viele davor eingestiegen sind, dann die Berichte durchgegangen sind und dann die Gewinne mitnehmen und dann meistens eben die Märkte mal in eine Korrektur gehen. Das war zum Beispiel die letzten 2,5 Jahre, 3 Jahre nicht der Fall. Also kann man das auch nicht pauschalisieren. Und dann kommt ja meistens das Sommerloch. Bitte da auch nicht missverstehen. Sommerloch bedeutet nicht, dass da nicht gehandelt wird. Das sind vielleicht kurzfristig bis an das Volumen eventuell runtergeht. Aber da ist normalerweise genauso der Handel da, weil in den Handelshäusern fahren ja nicht die Leute alle auf Urlaub. Da wird ja trotzdem das Vermögen der Kunden weiter verwaltet. Das bedeutet für uns, hat das überhaupt nichts damit zu tun. Ein Bärenmarkt gibt es nur. Das ist dann, wenn ein gewisser Prozentsatz eine Korrektur übersteigt. Das ist dann meistens, wenn es 25% drüber geht, Richtung 30%, dann reden wir von einem Bärenmarkt. Aber einen Zyklus haben wir eigentlich nicht. Also ich habe es noch nie beobachtet. Und weil die Frage kommt, EZB ist bitte Marx vorsichtig, sollte man wissen, immer 14:30 Uhr dauert, wie richtig von dir gesagt, eine halbe Stunde das Statement von ihm, das Wichtigste. Insgesamt meistens hören die auf 15:30 Uhr circa. Es wird immer so eine Stunde eingeplant, dass dann auch der Trage aufhört. Also so ungefähr die Richtung kann man sagen, die erste halbe Stunde macht es aus. Dann warten die Leute auf die Marktöffnung und schauen sich das dann an. Der Zinsentscheid kommt aber schon 13:45 Uhr. Hier sollte man auch darauf achten, dass der Entscheid schon ein bisschen eher kommt und dann im Prinzip das Statement mit einer kleinen Pause dann etwas später, also schon ab 13:45 Uhr, hier dann eben mit Volatilität oder mit Sprüngen definitiv zu rechnen ist, wenn man im Daytrading hier irgendwie unterwegs ist. Sehr schön. Ich habe noch mal eine Frage, das geht dann vielleicht mehr an den Stefan. Hier kommen im CFD noch diverse Anfragen, zum Beispiel, wie kann man denn oder gibt es eine Herangehensweise, wenn man generell auf das Volumen achtet? Ali, ja, du hast jetzt die ganze Zeit auch darüber gesprochen, dass eben das Volumen eben eher dafür spricht, dass der Markt nach unten geht. Die Indizes hier mehr eigentlich fallen sollten, auch schon seit längerer Zeit, als eben steigen, was sich jetzt hier erstmal bis zum gewissen Grad auch bewahrheitet hat, bedingt unter anderem durch den Blick auf das Volumen. Nun kam hier die Frage, dass ja jetzt im CFD es ja im Prinzip kein richtiges Volumen gibt, dass teilweise dann das Volumen der Liquiditätsprovider genommen wird oder auch nur das Volumen des Brokers an sich. Das ist ja teilweise unterschiedlich. Also kann man hier vielleicht gar nicht so genau aufs Volumen schauen. Habt ihr da an Herangehensweisen oder habt ihr da irgendeinen Weg, um diesem in Anführungsstrichen vielleicht Nachteil, weil das Volumen in Anführungsstrichen nicht richtig ist, irgendwo entgegenzuwirken? Oder ist das egal? Wie handhabt ihr das? Ja, also das ist natürlich ein Nachteil. Wie du schon richtig gesagt hast, im CFD-Bereich haben wir halt nicht das originale Volumen, sondern in der Regel das von dem Liquiditätsprovider, was hier nicht ganz korrekt ist. Wichtig ist, also ja, wo holt man sich dann das Volumen her? Es geht ja eigentlich auch erstmal nur grundsätzlich, um zu wissen, ja, zum Beispiel auf Tagesbasis, wo haben wir mehr Volumen? Ja, also grundsätzlich muss man natürlich sagen, in den Abwärtsbewegungen ist im Durchschnitt natürlich immer ein bisschen mehr Volumen. Ja, aber was auffällig ist, dass jetzt auch gerade in der letzten Zeit, ja, umso weiter die Märkte nach oben steigen, umso mehr dann auch im Durchschnitt das Volumen immer mehr abnimmt. Ja, da gibt es natürlich auch unterschiedliche kostenlose Quellen im Internet, wo man nachschauen kann, wie zum Beispiel Free Stock Charts oder Finviz oder auch wahrscheinlich unter finanz.net findet man das. Also da sollte man dann einfach auf die
normalen kostenlosen Portale zugreifen, um da dann mal zu schauen, wie das Volumen vor allem auf Tagesbasis aussieht. Ja, das ist das Wichtigste, ja. In welche Richtung ist zurzeit das Volumen unterwegs? Ja. Okay, Reicht. für mich, also ich handle ja jetzt auch vermehrt eben auch ab und zu mal CFDs, kommen wie gesagt auch aus dem Future-Bereich. Es ist für mich zum Beispiel, was auffällig ist, dass gerade so Eröffnungskurse, Schlusskurse schon auch so ein bisschen vom Future abweichen. Gerade eben am Montag, dass eben hier die Eröffnungskurse so ein bisschen abweichen. Jetzt nicht nur bedingt nur auf des Volumens willens, sondern auch generell schaut ihr eben trotzdem als diejenigen, die sich mit dem CFD beschäftigen, schaut ihr trotzdem auch noch nach anderen Parametern. Metern im Future, in dem eigentlichen Markt, wo sich ja der CFD dann eben oft eben auch nachrichtet, oder ist das egal? Nein, natürlich. Also wir handeln ja nicht nur nach Volumen, sondern also wir sind der technische Händler, wir handeln Trends. Und da liegt erstmal das Hauptaugenmerk drauf. Wir handeln aber ungern in die Richtung, wo halt das etwas schwächere Volumen unterwegs ist. Dementsprechend aktuell handeln wir eigentlich lieber Short, weil dort einfach auch mehr Druck drin ist. Merkt man ja auch, also man sieht ja auch das auch an den starken Bewegungen, nicht nur unbedingt an dem Volumen. Und ja, im Indexbereich spielen natürlich auch Tageszeiten eine große Rolle. Ja, also direkt, sage ich mal, die ersten 2 Stunden nach Handelseröffnung ist sehr bedeutend im Indexbereich. Und ja, dann solche Tage wie heute, wo man eventuell nicht handeln muss beziehungsweise sollte, spielt auch eine große Rolle im Währungsbereich und im Indexbereich. Im Future-Bereich natürlich das Orderbuch, wo wir überhaupt sehen, ist aktuell denn überhaupt was los am Markt? Haben wir Volumen im Orderbuch? Für die ganz kurzfristigen Ansätze dann natürlich direkt im Orderbuch schauen, wo gibt es Überhänge? Aber das haben wir ja alles im CFD-Bereich nicht. Grundsätzlich, wie gesagt, ist das große Bild, was das Volumen angeht, das kann man sich überall holen. Ja. Ansonsten, ja, also kann man natürlich auch zusätzlich zum CFD sich einen Datenfeed abonnieren, was natürlich auch wieder etwas kostet, um dann das echte Volumen sich zum Beispiel in einer Chart-Software anzeigen zu lassen, wie jetzt hier zum Beispiel bei Taipan und so weiter. Aber generell natürlich, also darauf wollte ich hinaus, man muss es jetzt nicht zwingend haben, weil das sind natürlich immer Informationen, die interessant sind, aber in meinen Augen ist es auch immer nur ein kleiner Bestandteil des ganz großen Puzzles. Man hat viele Informationen, die man versucht in Zusammenhang zu bringen und klar, man guckt aufs Volumen, aber ja auch nur grob und da reicht meiner Meinung nach sogar der Datenfeed oder das Volumen auch von einem CFD aus, weil die Tendenzen meistens sowieso ähnlich sind, wie sie dann auch im Future stattfinden, also in der groben Übersicht, in der täglichen Übersicht, im Daytrading ist das natürlich dann vielleicht nochmal was anderes, aber ich denke, dass im Groben das eben auch dort eben dann zu ersehen und zu erkennen ist und man hier eben nicht zwingend als CFD-Händler sich jetzt nochmal einen teuren Future-Datenfeed anlegen muss oder hier eben auch generell sich dann noch durcheinander bringt, weil man dann auch noch zusätzlich sich den Future angucken muss. Sage ich mal, als professioneller Händler, der eben dann auch viele Märkte handelt, viele Ansätze handelt, viele Strategien hat, dann kann man natürlich irgendwann das dann auch noch machen, aber ich denke, dass es mehr ablenkt vom eigentlichen Handel, wenn man sich dann eben zu viele Informationen reinholt. Und ich denke, dass das unterstreicht ja auch, dass man das gar nicht zwingend müsste, ne? Nein, das stimmt. Da muss ich dir komplett re recht geben. Also man muss jetzt nicht unbedingt sich einen Datenfeed abonnieren und so. Wo ich nicht zustimme, ist, dass das Volumen nicht so wichtig ist und dass man, also dann würde ich eher viele andere Dinge weglassen, ja, die unsinnig sind und das Volumen mir anzeigen lassen, weil das hat was mit dem Handel zu tun. Wir sind Händler, wir wollen wissen, was passiert. Da, ja, natürlich als CFD-Händler hat man erstmal kein Volumen und wie du schon sagst, man muss es sich jetzt nicht unbedingt abonnieren. Gerade was das große Bild angeht, kann man sich das auch mal im Groben veranschaulichen hier und da. Aber wo es eine sehr große Hilfe darstellt, ist zum Beispiel, wenn man kurzfristig handelt, dass man einfach sieht, ob wir viel Volumen aktuell haben oder wenig Volumen. Und wenn wir wenig Volumen haben, muss man halt wirklich
extrem aufpassen, gerade mit der eigentlichen Haupthandelsrichtung. Aber ja, das geht jetzt, wie du schon gesagt hast, eventuell ein bisschen zu weit. Das muss nicht sein im Genau, das meine ich. CFD-Bereich. Das meine ich, dass eben gerade am Anfang, das sind später irgendwann mal wirklich dann eben Feinheiten. Sicherlich klar, Volumen ist immer wichtig, aber ich denke, dass um erfolgreich zu handeln, eben auch weniger Informationen erstmal ausreichen und dann eben dieser Faktor dann irgendwann natürlich auch mit dazukommen kann, gerade im kurzfristigen. Ich meine jetzt mehr im kurzfristigen Bereich als im langfristigen. Da kann man natürlich auch immer mal kurz das Volumen nochmal mit analysieren. Genau. Habt ihr generell jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss, ich denke, wir wären hier so 10:45 Uhr, also so in der Viertelstunde erst noch mit der Vormittagssession aufhören. Also hätten wir jetzt noch eine Viertelstunde, wo vielleicht der ein oder andere es noch, den einen oder anderen es noch interessiert, vielleicht nochmal wirklich eine Analyse hier im Markt zu starten. Ich schaue nochmal kurz im Chat, was wir hier an Anfragen hatten. Also generell DAX, Dow Jones, Rohstoffe waren denn hier, dann australischer Dollar, japanischer Yen war hier als Frage, britischer Pfund, Schweizer Franken, glaube ich, hatten wir schon. Dass man hier vielleicht nochmal sich jetzt ein, zwei Märkte raussucht, vielleicht auch von den Indizes, vielleicht auch mit Blick auf den heutigen Tag, auf den morgigen Tag. Morgen, wie gesagt, Non-Farm Payrolls, 14:30 Uhr, heute die Zinsentscheidung, 13:45 Uhr, 14:30 Uhr, dann das Statement. Dass man sich jetzt vielleicht schon mal einen Fahrplan für den einen oder anderen Markt zurechtlegt, um zu gucken, was könnte passieren, an welchen Marken könnte ich eventuell handeln oder dann ein Setup formulieren. Vielleicht hast du da noch ein, zwei Sachen oder auch der Ali, der jetzt sagt, pass auf, das ist das, worauf wir jetzt gucken. Wir warten ab und wenn das und das passiert, könnte das und das interessant werden. Habt ihr da was? Ja, also im Moment Währungspaare vor der EZB, egal welches, wird jetzt erstmal nicht angefasst. Wir können uns gerne zum Beispiel mal den australischen Dollar, japanische Yen anschauen. Man sieht ja hier einen Abwärtstrend auf unterschiedlichen Trendgrößen. Das wäre jetzt hier die aktuelle Trendgröße, die korrigiert hat und jetzt wieder ein bisschen mehr Schwäche zeigt. Da gehen wir aber mal auf die etwas kleinere Zeiteinheit. Und dann merkt man hier schon, okay, das fängt jetzt hier oben an, bei diesen Hochs immer wieder zu drehen. Das heißt, das Ganze ist nicht ganz uninteressant zurzeit in die Short-Richtung. Wir haben hier entgegengesetzt den Aufwärtstrend, der hier korrigiert hat und sich eigentlich jetzt wieder ja, weiter nach oben bewegen könnte, jetzt die Hochs dann auch nehmen könnte. Dann haben wir hier noch den kleineren Aufwärtstrend, der korrigiert. Und ja, das ist jetzt so ein bisschen ein Scheideweg. Entweder es geht über die Hochs drüber, würde ich mal sagen, und nimmt jetzt hier die nächste Bewegung auf, oder wir ja, nehmen die größere Bewegung auf Tagesbasis wieder auf und machen neue Tiefs. Das heißt, das muss man beobachten. Grundsätzlich zum Yen. Wir haben ja zurzeit auch wieder politische Spannungen, gerade aus den USA. Gerade wenn das mit den Strafzöllen kommen sollte, dann ist der Yen immer der sichere Hafen. Demzufolge ist es oft so, dass alle Währungen gegen den Yen fallen und das würde dann auch eventuell hier so sein. Dementsprechend würde ich hier das Ganze mal in Short-Richtung beobachten und hier ja schauen, ob wir hier ein Signal nach unten hinbekommen oder ob wir vielleicht nochmal die Hochs hier oben testen, um dann eng reinzukommen. Aber grundsätzlich jetzt hier irgendwo sofort reinzugehen, Nee, würde nee, ich nicht. das ist klar, aber jetzt wäre ja hier interessant für den einen oder anderen, okay, ich gehe damit d'accord, dass man eben auf jeden Fall sich diese Hochs dort anguckt, also mehr oder weniger dieser dreifache Test dieses Bereiches da oben, dass das eben wirklich ein Scheideweg ist. Wann entscheidet für euch oder für euch jetzt grob, nur grob, ist, dass eben wirklich das Setup vielleicht wieder so ein bisschen nach unten dreht? Der letzte kleine Aufwärtstrend, den wir hier sehen mit den, ja, also wirklich, was ist das hier? Ich sehe es so schlecht, wie gesagt, seit, ist das 6. März oder Stück dann 7. März, dieser Aufwärtstrend, wenn sich dort die Sequenz dann eben ändert von steigenden Hochs, von steigenden Tiefs auf fallende Hochs und fallende Tiefs, oder wo würde das jetzt für euch das Bild wirklich so ein bisschen eindeutiger für die Abwärtsseite werden? Ja, grundsätzlich sind wir übergeordnet abwärts und haben schon ein Stück weit korrigiert. Das heißt, eigentlich spricht das große Bild eher für abwärts. Ein Scheideweg ist jetzt, also es ist ein bisschen schwierig, weil wir seitwärts hier sind und die Trendgrößen jetzt hier nicht so besonders gut voneinander trennen können. Demzufolge würde ich immer versuchen, eng irgendwo reinzukommen, dementsprechend hier oben an den Hochs und dann möchte ich jetzt hier keine Fantasien walten lassen. Das heißt, ich weiß ja nicht, was jetzt hier entsteht und mir dann das einfach im weiteren Verlauf anschauen. Eventuell gibt es eine Situation, die dann interessant ist. Wie gesagt, will ich jetzt nicht irgendwie skizzieren oder auch nicht. Im Moment finde ich es schwierig, weil es seitwärts ist und wir schon wieder ein Stück weit weg von den Hochs sind. Das heißt, jetzt hier noch reingehen, dann müsste der Stop hier oben drüber, weil das ist ja hier das signifikante, die signifikante Stelle.
Und das wäre ein viel zu großer Stop. Von daher würde ich erstmal abwarten. Okay, Dass das so. Ganze kurzfristig nochmal aufwärts geht, ist natürlich auch möglich, weil wir hier auch natürlich bis hierhin aufwärts gerichtet sind. Aber auch, ja, würde ich auch aufpassen. Super. Es gibt noch die Frage britischer Pfund, Schweizer Franken oder was ich vielleicht dann favorisieren würde, nochmal, um das jetzt hier abzuschließen, um dann eben auch am Nachmittag das vielleicht an dieser Stelle dann wieder aufzunehmen, dass wir tatsächlich nochmal auf den allseits beliebten DAX schauen und vielleicht auch nochmal auf den allseits beliebten S&P oder Dow, einer von beiden Märkten, die wir dann am Nachmittag dann ja auch in der Kernhandelszeit haben und dann vielleicht auch nochmal eben covern können und uns anschauen können. Vielleicht nochmal der letzte Blick vor dem Ende auf DAX und S&P oder DAO, da nochmal zu gucken, okay, was haben wir hier als Grundsetup, was wäre hier vielleicht heute Nachmittag als Grundidee denkbar und dann würde ich sagen, schließen wir den Vormittags, die Vormittagssession hier ab und dann hören wir uns um 14:15 Uhr dann eben alle wieder hier an dieser Stelle. Genau, grundsätzlich DAX für heute Nachmittag müssen wir Draghi abwarten. Das kann hier mal wackeln, ja, also kann auch hochgehen, wieder nach unten und mal die Hochs nehmen. Und dann müssen wir uns das anschauen, in welche Richtung das Ganze dreht. In die Long-Richtung würde ich jetzt nicht unbedingt favorisieren, aber am Nachmittag muss ich auch nicht unbedingt den DAX handeln. Da gucken wir uns dann eher die amerikanischen Märkte an. Gucken wir uns jetzt mal den Dow an. Da hat man ja, ja hier auf den Trendgrößen erstmal die Aufwärtstrends gebrochen mit der etwas stärkeren Korrektur. Wir wurden hier abgefangen, Korrektur, dann haben wir hier wieder einen Aufwärtstrend gebildet, der wurde gebrochen. Diese letzte Bewegung korrigiert im Moment seitwärts. Dann gehen wir mal auf die Stunde. Und ja, dann haben wir hier schon wieder so eine Art Abwärtstrend mit der Gap-Geschichte von gestern. Der hatte jetzt korrigiert. Also das würde ich auf jeden Fall beobachten heute Nachmittag, wie das Ganze hier weitergeht. Im Idealfall muss ich auch ganz ehrlich wieder sagen, könnte es sein, dass es vielleicht hier hoch geht und wir dann nochmal schauen, ob der Markt dann wieder dreht. Ja? Und dann können wir gucken, ob wir eventuell einen Short eröffnen. Ansonsten wäre das nächste Hoch erst wieder hier. Ja? An den Tiefs jetzt hier einsteigen. Muss man dann wirklich gucken, wie viel Druck oder ob überhaupt Druck kommt, aber da wäre ich vorsichtig. Okay, abschließende Frage dazu nochmal. Also ihr baut ja schon vermehrt, so wie ich das jetzt verstehe, auch oder guck, habt ihr den Fokus so mehr auf dem Swing Trading? Also wenn ihr jetzt nach Einstiegen hier schaut, dann eben auch, dass der Markt wirklich gegebenenfalls hier nochmal in Richtung der Wochentiefs geht, beziehungsweise dann eben auch der vorgestrigen Tiefs hier oder der gestrigen Tiefs hier wenigstens oder eben auch der Wochentiefs. Aber ihr guckt jetzt wenig wirklich nach Daytrading oder nicht so viel nach Daytrading-Chancen. Richtig, oder? Jetzt müssen wir das ein bisschen definieren. Also, das heißt, gehen wir mal von dem Szenario aus, es geht hier hoch an diese Hochs direkt nach Markteröffnung und dreht dann sofort wieder. Wir gehen rein, legen den Stop hier oben drüber. So, dann geht es hier nach unten mit Schmackes, eine schöne Bewegung nach unten, erstmal bis an diese Tiefs. Dann haben wir schon Teilverkäufe gemacht, Stop auf Einstand oder halt im Gewinn nachgezogen. So, und dann je nachdem, wie weit es geht, machen wir dann natürlich einen zweiten Teilverkauf oder und nach diesem zweiten Teilverkauf, eventuell noch am gleichen Tag, können wir darüber nachdenken, die Position über mehrere Tage zu halten. Ansonsten sollte sich das hier dann in dem Bereich erledigen, wäre das natürlich ein Daytrade. Das heißt, er wird erstmal kurzfristig angelegt. Ja, wir versuchen die Masse aus einer schönen Bewegung rauszuholen. Sollten wir dann ausgestoppt werden, ist es okay. Haben wir mindestens zwei Teilverkäufe gemacht, mindestens zwei Drittel der Position mitgenommen. Kann man darüber nachdenken, den eventuell ein bisschen länger laufen zu Ah, lassen? okay, jetzt verstehe ich das. Super, okay, cool. Also ihr schaut dann weniger, also ich bin ja jemand, der dann auch wirklich guckt, okay, wo ist der gestrige Schlusskurs, wo ist der heutige Eröffnungskurs, dann auch gucken, ist der Kurs da drüber oder da drunter. Nochmal kurz abschließen, schaut ihr da drauf? Das ist nicht ganz unwichtig. Machen wir jetzt nicht direkt, weil das liegt ja meistens mit den Hoch- und Tiefpunkten irgendwie zusammen. Ja. Und von daher, natürlich hat das eine Relevanz. Wir gucken auch immer nach einer Bewegung und sollte dann die Korrektur einsetzen, ob der Markt sich dann zum Beispiel auf der Nulllinie bewegt. Ja. Weil dann oftmals das Ganze auch schon für den Tag fertig ist. Ja. Also Also das spielt auf jeden Fall Nulllinie eine ist für euch Rolle. jetzt der Schlusskurs, ja? Wie bitte? Was ist die Nulllinie, der Schlusskurs von gestern oder was ist die Nulllinie?
für euch? Genau, der Schlüssel Ja, war okay. vergessen. Okay. Genau, wenn wir da rumpendeln, dann ist es natürlich uninteressant. Und wenn wir dann aus einer eventuell sich daraus ergebenden Range nach oben oder unten ausbrechen, dann vielleicht auch nochmal eine Überlegung, dann hier vielleicht einen Trade zu machen. Ne? Genau. Genau, ja. Super, Ja, sehr schauen wir schön. uns an. Bitte? Schauen wir uns heute Nachmittag an, Sehr was hier schön. Nee, passiert. da freue ich mich Genau. auf jeden Fall drauf und ich denke, der ein oder andere Teilnehmer auch, dass wir heute Nachmittag dann eben auch mal auf die Action, die da gegebenenfalls gekommen ist, durch die EZB beziehungsweise dann eben auch durch das Statement kommt. Wenn wir denn da schon aktiv sind, 14:15 Uhr, wie gesagt, starten wir am Nachmittag. Ab 14:30 Uhr kommt hier das Statement von Mario Draghi. Also da sind wir dann schon am Markt, können dann auch darauf vielleicht so ein bisschen reagieren, können das eben kommentieren und dann hier gegebenenfalls auch vielleicht mal den einen oder anderen Trade eingehen. Bis dahin bedanke ich mich erstmal bei euch, Ali, Stefan und Martin und Felix kommen dann hoffentlich heute Nachmittag dann auch mal zu Wort und können hier vielleicht nochmal das eine oder andere Setup vorstellen. Und ich würde dann zum Nachmittag mich auch darauf rüber freuen, wenn wir natürlich dort auf das Angebot von eurer Seite eben nochmal ein bisschen eingehen, der Ali nochmal zu diesem Konto vielleicht ein bisschen mehr sagt, wie das gehandelt wird, was viele eben interessiert, eben die Setups, die Risiken da nochmal drauf eingehen und natürlich generell Setups, die wir dann vielleicht heute da an der einen oder anderen Stelle eingehen können. Ich bedanke mich bei euch und wenn von eurer Seite jetzt erstmal nichts mehr ist, dann freue ich mich, dass wir uns um 14:15 Uhr alle Mann an dieser Stelle wieder treffen und wünsche bis dahin erstmal Good Trades beziehungsweise dann etwas später eine wunderbare Mittagspause. Vielen Dank auch, Markus, Ja. von uns. Und ja, wir freuen uns. Bis nachher, würde ich sagen. Okay, bis dahin, macht's gut, bis später, ciao, Ja. ciao.